Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar geht's heute wieder nach Torghast in die gewundenen Korridore. Diesmal gibt's quasi die letzte Episode. Wir haben nämlich nur noch einen Korridor übrig. Die Stufe oder Ebene 8 hier an der Stelle. Die wollen wir jetzt angehen. Die Ebene 7 und 6 hatte ich auch schon aufgenommen. Falls euch da interessiert, wie ich da rumgetigert bin, könnt ihr euch gerne anschauen. Werde das Ganze dann auch wahrscheinlich in eine kleine Playlist zusammenfassen. Ich hatte die ein oder andere mehr oder minder lustige oder nervige Situation mit unter anderem Disconnects. Ich hoffe, das wird diesmal nicht vorkommen. Ich habe jetzt extra meinen Cage gelöscht und ich habe zusätzlich gelöscht? Ich glaube, die Fehlerdateien oder irgendwie sowas. Ich hoffe, dass das was hilft. Ich hoffe, dass wir diesmal keinen Disconnect kriegen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Nehmen wir das Mondfeuer-Trade-Ding mit. Das ist nämlich relativ nice. Und dann gucken wir mal, ob das hier so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch Probleme habe, dass mal ein paar Einstellungen weg sind wegen den Disconnects. Das ist ja mal ein bisschen blöd. Gerade musste ich den Sound auch wieder neu anschmeißen und ja. Ich weiß nicht, ist jetzt hier 8 so viel schwerer als 7? Also hat das eine krasse Steigerung? Alter, wenn ich jetzt hier runterfall. Ohne Scheiß. Diese 4s da in die Ecke rein. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Kann da halt jetzt nicht rausmoven. Alter. Nein. Ah, ich werde wieder hochgeführt. Perfekt. Service. Gut. Und ich weiß, mit so 4s habe ich schon echt immer schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht wird der eine oder andere Arena-Spieler sich noch dran erinnern. Es gibt hier in der Dalaran-Arena gab es so einen Bug, dass du in einer Ecke rausgeführt werden konntest und dann fliegst du halt aus der Arena raus. Und dann gab es so Priester-Teams, die es nur darauf angelegt haben, sich in diese Ecke reinzustellen und dich immer wieder zu vieren, um drauf zu spekulieren, dass du da halt rausgeführt wirst. Richtig nervig. Richtig, richtig nervig. Also Blizzard hat das noch nicht so ganz drauf mit den 4s, weil du dann teilweise im 4 durch Wände durchkommst oder andere Sachen, wo du normalerweise nicht durchkommen sollst. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und hier ist es auch nicht so nice. Gati, ich grüß dich. So, schauen wir mal. Das, wisst ihr, was ein bisschen komisch ist? Bis jetzt, die Disconnects sind immer losgegangen, wenn ich auf den oberen Ebenen war, ne? So am Start war meistens nie was. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen damit zusammenhängt, wie lange man hier drin ist. Könnte natürlich sein, ne? Jetzt nehmen wir gleich das nochmal mit. Tun wir Mondfeuer ein bisschen hochballern. Wäre es auch nicht schlecht, aber machen wir hier mal. Die Trades sind bis jetzt ganz okay. Ganz okay, würde ich mal sagen. Ich merke jetzt schon, ne? Hier die normalen Mobs, die hauen mir schon ein bisschen Leben raus. Oh, ich hätte den kicken sollen. Ja, manche Leute haben schon Namen, ne? Da wären wir selber gern drauf gekommen. Aber Taylor ist relativ langweilig, aber man muss sich ja treu bleiben. Aber ich glaube, ich muss hier sogar am Anfang einen Ticken vorsichtiger spielen, bis ich vielleicht 1, 2 Death-Trades habe, ne? Weil ich merke schon, hier die Mobs. Ein bisschen was kriege ich schon rein. Muss ich mir sogar vielleicht am besten mal heilen. Ist wahrscheinlich eh sinniger, wenn ich jetzt hier auf den Ebenen vielleicht mal einen Ticken vorsichtiger spiele. Einfach, um keine Tode zu wasten. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt in der 8. Ebene die tatsächlich noch irgendwo brauchen kann. Und ich würde mich, glaube ich, ärgern, wenn ich es dann nochmal spielen muss. Bis jetzt, toi toi toi, hier auf Holz geklopft, habe ich tatsächlich noch keine Ebene zweimal spielen müssen, obwohl ich schon erhebliche Probleme in manchen hatte. Nicht aus spielerischer Sicht, sondern aus Disconnect-Sicht. Und jetzt eben in der 7. Ebene, ne? Da habe ich wegen einem Disconnect 3 Tode herschenken müssen. Weil einfach das Problem war, dass ich erstmal gedisconnected bin und natürlich, wenn du dann Mobs bist, stirbst du. Dann logge ich wieder ein und ich stehe quasi nicht mal mehr in dem Torghast, in diesen gewundenen Korridoren, sondern in dem Vorraum, wo ich halt schon die Angst hatte, dass das jetzt ganz vorbei ist. Hatte dann aber das Glück, dass ich mit einem erweiterten Tod wieder in Torghast reingekommen bin. Komischerweise hat das geklappt. Und dann waren aber meine Trades teilweise weg und das hat mich dann nochmal umgebracht. Also, vogelwild. Ich hoffe, dass das jetzt einfach nicht mehr passiert und gut ist. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich jetzt auch hier gute Trades bekomme, ne? Also bis jetzt sieht es ganz okay aus. Die ersten 3 kann man alle brauchen.
Aber dann hat man manchmal so eine Phase, da kriegst du irgendwie 3, 4, 5 hintereinander nur Rotze, die du halt gar nicht gebrauchen kannst. Ne? Aber da kannst du halt leider dann auch nichts steuern. Schau mal, was ist das hier für ein... Achso, da müssen wir einfach rausmoven, das ist easy. Kann ich eigentlich das auch kicken, ne? Jetzt hoffen wir mal, dass er nichts anderes castet, was halt ätzender ist. Ich denke mal, es kommt halt auch stark drauf an, was du am Ende als Endboss hast, ne? Also ich bräuchte zum Beispiel am besten den Melee-Mob als Endboss, weil ich als Tank halt, beziehungsweise als Druid halt im Besonderen, relativ stabil gegen Melee-Schaden bin, ne? Ich habe meine Active Mitigation, die erhöht meine Rüstung. Wenn ich die hochstack, dann bin ich eigentlich relativ safe gegen Melee-Damage. Wenn ich aber halt einen Caster-Endboss habe, dann könnte es schon ätzend werden, weil dann kann ich meine Active Mitigation, so wie sie ist, in die Tonne klopfen und es bringt mir halt gar nichts. Deswegen, ja, ist es halt dann so ein bisschen die Sache. Wobei, der Mob hier, ne, das ist jetzt auf der ersten Ebene, der haut mich tatsächlich schon ein bisschen runter, ne? Also, mir scheint das schon ein Ticken knackiger hier zu sein. So, was nehmen wir denn mit? Komm, nehmen wir das mal mit. Eigentlich müsste man sich mal durchrechnen, was, wie viel Prozent Damage bringt, ne, von den ganzen Sachen, aber, naja. Bei manchen bin ich mir auch nicht so 100% sicher, ist das eine vielleicht jetzt besser oder das andere? Schauen, ein paar kann ich ja, denke ich mal, schon zusammenpullen. Oder auch nicht. Okay, krieg halt jetzt schon auf den Sack. Warte mal, vieren die mich? Ah, scheiße. Das Problem ist, der gleiche Zauber, ne, ist manchmal ein 4 und manchmal kein 4. Also, ne, der heißt wahrscheinlich anders, aber ich schaue halt nur auf aufs Symbol, ne. Hier sehe ich ja nur, wenn die in Cast wirken, sehe ich ja das Symbol, was die wirken. Und dann kann ich etwa abschätzen, okay, das war jetzt gerade ein 4, da waren wir zufällig mal schnell unterwegs. Muss ich das interrupten, muss ich das nicht interrupten, weil bei so vielen Mobs, ne. Gut, das waren jetzt nicht so viele, aber die haben mir jetzt so schon relativ gut reingehauen. Wenn ich dann 6 Sekunden im 4 bin und mich da zwischendrin nicht heilen kann, oder wenn ich jetzt hier mit Inka hauen werde, dann kriege ich ja das Absorb-Schild, mich quasi da die Absorb nicht hochhauen kann, dann killen die mich halt einfach, ne? Deswegen ist so ein 4 schon relativ gefährlich. Echt? Musst du dann verschiedene... Oh, fuck it, das killt mich ja hier. Okay, habt ihr gesehen? Die Suppe, allein die Suppe haut mich übelst runter. Also die Necrolord-Kampagne, da wurdest du eigentlich nicht so viel rumgeschickt. Die war relativ gechillt. Ich muss die anderen Kampagnen von den anderen Covenants aber demnächst jetzt mal alle spielen. Ne? Ich habe ja einen Twink, der Nightfear auch ist. Und einen, der bei den Ventier ist. Und ich level mir gerade so parallel noch einen hoch, der dann bei den Kyrianern dann noch anfängt und da anheuert. Und dann werde ich die ganzen Packkampagnen mal so nacheinander durchballern, habe ich mir vorgenommen, um dann halt auch die kosmetischen Sachen alle holen zu können und sowas, ne. Aber im Moment bin ich halt hier jetzt nur ausgelastet, unter anderem gewundenen Korridore. Im Plus ist jetzt die Woche nur angesetzt. Ich denke mal, ab nächster Woche werde ich dann da mal den Twinks mal loslegen. Es gibt ein Portal nach Drustwa im Ardenwald? Das macht tatsächlich Sinn, aber das wusste ich gar nicht. Das kannst du wahrscheinlich nur als Nightfee benutzen, oder? Schätze ich mal. Ohne Scheiß. Ich bin jetzt halt auf fucking Ebene 2 und muss mich jetzt schon manuell gegenheilen. Also gut, ich habe noch keinen einzigen defensiven Heiltrade. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, ne? Ich habe bis jetzt... Aber, also damage-technisch ist das, was ich habe, vollkommen okay. Ja. Aber dingsmäßig ist halt nicht so geil. Bräuchte halt so einen High-Leech-Trade am besten. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ohne Scheiß. Ohne High-Trade ist halt Kacke. Aber ja, das könnte halt jetzt schon mal böse für mich ausgehen. Mal das Ding runternehmen. Ich muss halt inkern, das hilft nix. Ich muss halt bei der kleinen Gruppe inkern, ne? Oha! Ich hoffe, dass sich's nachher mit den Trades noch relativiert, ne? Aber im Moment, habe ich schon ein bisschen gelitten hier.
Muss ich ein bisschen defensiv spielen. Also es war jetzt im 7er gar nicht der Fall, bis ich den Disconnect-Bug hatte. Dann habe ich auch gelitten gehabt, aber hier ist es halt schon im Normalfall. Holy moly, jetzt muss ich noch eine zweite Wall reinziehen. Was ist denn hier los? Aber gut, der eine ist hochgestackt. Okay, ich glaube, das wird hier ein bisschen länger dauern, der Run. Montieren wir den mal. Lauf! Lauf, kleines Mädchen! Lauf! Hier muss ich richtig progressen, ne? Puh! Schau mal, wie viel Suppe hier liegt. Wie lange ich gebraucht habe, die paar Mobs zu killen. Oh boy. Ich glaube, hier werden wir die 2 Stunden knacken, ne? Sonst konnte ich ja halt halbwegs durchspeeden. Aber jetzt wird's halt hier schon knackig. Ja, mal abwarten, bis ich die krassen Trades kriege. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Ich hoffe, dass ich da hinkomme, ne? Also gefühlt jetzt, ne? Es kann, wie gesagt, an den Trades liegen. Scheint mir 8 um ein gutes Stück krasser zu sein als 7. Ne? Aber wie gesagt, es mag auch mit an den Trades liegen. Ich darf hier am besten immer nur einen mit Mondfeuer dotten, weil ich jetzt 180% mehr Schaden mit Mondfeuer mache, wenn nur ein Ziel davon getroffen ist. Deswegen haue ich das immer nur auf einen drauf. Dann haut es halt wesentlich mehr raus. Ich bin außer Reichweite. Da geht die Schlundrate flitzen. Also jetzt backen wir mal kleine Brötchen, weil ich will ungern früh jetzt einen Tod raushauen. Und hier sieht es halt leider im Moment danach aus, dass ich eventuell sterben könnte tatsächlich, ne? Gegen so Gammelmobs tatsächlich schon. Jetzt halt die Schrundseite schon wieder ab. Jetzt holen wir uns erstmal da hinten noch einen Trade. Vielleicht kriegen wir da den krassen Halt-Trade, den wir dringend nötig hätten. Nein, kriegen wir nicht. Der ist auch nicht schlecht, ne? Also ich kriege jetzt hier keine schlechten Sachen, offensiv, aber defensiv bringt mir das leider gerade alles nichts. Was haben wir denn da hinten noch für einen Geist? Ah, den haben wir noch gar nicht. Ach, das sind immer diese Schemen, die abhauen, ne? Da muss man ein bisschen gucken. Schade, der hat nichts hinterlassen. Haben wir das Engelchen. Nehmen wir hier lieber mal Inka zur Sicherheit. Nein, der... Shit, den habe ich nicht interrupted bekommen. Wenn die das hochstacken, dann kriege ich halt keine Heilung mehr. Das ist halt suboptimal. Ich muss den anderen killen, der stackt mir die Heilung hoch. Seht ihr das? Wenn er das hochstackt, dann kann ich mich nicht mehr heilen und dann bin ich halt ganz am Sack. Na, jetzt hat er es nochmal refreshed. Ich habe nichts mehr, um es abzubrechen. Ich habe ihn 3-mal interrupted hintereinander. Aber ich glaube, mehr als 5 Stack geht's gar nicht. Ne? Jetzt brauche ich ihn gar nicht mehr interrupten. Jetzt kriege ich halt 75% weniger Heilung. Na ja, gut, okay, es geht, aber so sehr hauen die jetzt nicht rein. Ist halt ewig drauf, der Debuff. Das ist halt richtig ätzend. Das ist auch einer von den gefährlichen Mobs, ne? Wenn du keine Heilung mehr kriegst, hast du halt gelitten. Das ist, glaube ich, sogar auch absorbt, ne? Also selbst meine Inka haut dann kaum noch was raus. Absorbtechnisch. Jetzt muss ich doch mehr die Heilung mal drücken. Ohne Scheiße, auf Ebene 7 habe ich nicht mal quasi im Layer 17 habe ich nicht mal in Ebene 7 oder 17 hier so defensiv spielen müssen. Ätzend wäre es, wenn ich jetzt hier an dem Boden verreck, ne? Aber da gucke ich schon drauf, dass ich genug Leben habe. Welches Wissen bringt ihr? Kalix, der Archon sei Dank. Ihr habt unseren Dank, Schlundgänger. Was beschäftigt euch? Die Archon leiten. Relativ wenig Trades haben wir bis jetzt, ne? Na gut, ich habe jetzt auch noch nicht viel gemacht. Wir sind ja hier ewig unterwegs. Ewig und 3 Tage. Aber ich mache es lieber vorsichtig, ne? Bevor ich es 2-mal machen muss, ist, glaube ich, da die Vorsicht die bessere Sache. So,
immer noch eine Schlundratte. Bei den anderen Dingern hatte ich halt jedes Mal das eine am Anfang gekriegt, ne? Dass ich mit den Schlundratten mein Leben erhöhe. Das habe ich jetzt halt nicht. Das merke ich schon so ein bisschen. Okay, also der hat ein 4. Dafür muss ich mir dann auf jeden Fall Dings aufheben, den Kick. Macht das jetzt hier. Bewegungsgeschwindigkeit verringert, ja gut, das juckt mich eigentlich mal so gar nicht. Habe ich dann auch gleich wieder Inka ready. Wollen wir mal, weil wir es haben. So, hier. Nervt mir jetzt, dass ich hier nicht so schnell durchflitzen kann, ne? Dass ich da so ein bisschen drauf gucken muss. Auch jetzt hier der Boss schon, ne? Also jetzt in den ganzen anderen Ebenen habe ich im Verhältnis keine großartige Heilung ziehen müssen oder da defensiv gucken müssen. Da merke ich es jetzt schon eher. So, wir nehmen das mal, weil das gar nicht so schlecht Schaden raushaut, habe ich letztens gesehen. Auch bei Bossen tatsächlich. Weil ich dachte, bei kleinen Mobs okay, aber auch bei Bossen haut es relativ gut Damage raus. Ach, die Woche ist ja diese World Quest-Geschichte, ne? Eigentlich müsste ich mit meinen Twings. Soll ich da rübergehen? Lohnt sich das? Ich hab ein bisschen Schiss vor den Ketten. Ich bin da schon mal runtergefallen. Obwohl es total dumm ist, da runterzufallen, aber. Ach, komm, bin ich da jetzt umsonst rübergelaufen? Wenn du nämlich schräg an die Kette ranläufst, ne? Und dann wirst du so rund weggedrückt an die Seite und dann fliegst du runter. Also das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Okay, da hinten ist ein Geist. Ich hab echt ein bisschen Paranoia, dass ich da runterflieg. Ein Mob kommt und mich kickt. Ja, natürlich gibt's neue Trommeln. Lederer kann wieder Trommeln herstellen. Brauchst halt die neuen Mats. Die sind auch nicht sonderlich teuer, also zum Herstellen. Und ich glaube, immer Hasen sind auch nicht teuer. Ich habe die mal eine Weile am Anfang vom Addon auch verkauft, ne? Aber ich habe das dann sein lassen, da war die Gewinnmarge zu gering. Da brauchst du, glaube ich, nicht mal wirklich viel Skill, dass du die herstellen kannst, ne? Also Lederer-Skill, und ja, kosten fast keine Mats, also da ist auch die Gewinnspanne niedrig. Muss man mal vielleicht immer mal wieder gucken, ob vielleicht wenige oder keine im Auktionshaus sind, dann kann man das ein oder andere Gold machen, aber das ist ähnlich halt wie Goblin-Gleiter, ne? Gibt's halt zu viele, die das machen. So, was kann ich mir jetzt noch kaufen? Schade, das Knurren kann ich nicht holen. Das ist kacke. Das wäre okay. Hier, die könnte ich mir kaufen. Komm, wir kaufen uns die Geschichte mal. Kann sogar noch eins. Würde ich fast das hier mitnehmen. Leider ist die Heilung noch nicht dabei. Ah, das muss ich eben. Ich hätte eigentlich die Heilung gerne genommen. Aber das andere ist auch gut. Ach, dammit. Ah, ich hätte vielleicht doch die Heilung nehmen sollen. Jetzt bin ich auf den Damage gegangen. Ah. Ich nehme die Fleischformung mit, das ist nicht so verkehrt. Wenn man halt wüsste, was man später noch kriegt, ne? Dann wären manche Entscheidungen wesentlich leichter. Ich sag's euch, aber das weißt du halt leider nicht. Das weißt du halt leider nicht. Macht mich das so ein bisschen, ne? Wenn hier keine Mobs sind. Och nö, das ist das mit diesem komischen Hin- und Her-Hüpfe-Ding. Das ist so nervig. Da ist irgendwie nie was drauf. Und du hüpfst die ganze Zeit hin und her für nichts und wieder nichts. Ich würde gerne den Skin aus dem Mage Tower. Der ist sehr cool. Und ich freue mich sehr, dass ich den habe, tatsächlich. Ja, hast du zu Legion nicht einen Druid gespielt, oder? Ich muss näher runter.
Weiß nicht, ich verstehe das halt nicht. Das sind irgendwie drei Strunzratten. Und dann, du kann, das Problem ist, wenn du die nicht killst, du kannst auch weiter hüpfen, aber dann bist du die ganze im Combat und dann verbacken die so komisch und porten sich zu dir hin. Und das willst du eigentlich nicht. Weiß ich nicht, oder du greifst sie gar nicht an. Ich stealth, weil die bringen halt auch nichts, diese Schlundratten, ne? Die kosten dir nur Zeit, weil sie dann weglaufen. Ich als Melee muss denen dann hinterher, du kannst sie nicht looten. Ja, das finde ich eine totale Zeitverschwendung hier. Die Ebene. Liegst mehr rum, als dass du irgendwas bekämpfst. Das Wappenrock der Verteidigung ist ein Black Market. Welcher ist denn das? Also von der Farbe her. Nehmen wir das mal mit. Da haben wir 36. Oh, wir haben schon 36 Sekunden. Habe ich schon welche von denen? Ah, okay. Ja, gut. Ja, doch, da muss ich dir recht geben. Ich bin gerade zu grob am Durchüberlegen. Ne, ich nehme das mit. Da müssen die Mobs an mich ran. Das kann manchmal von Vorteil sein, tatsächlich. Andere wäre auch nicht schlecht gewesen. Also ich glaube, ich habe diesmal gar keine so ganz Crap-Sachen bekommen. Bis jetzt, naja, wurde das eine schon Crap. Okay. Aber nicht viele so Crap-Sachen. Aber halt auch lauter so Mittelzeug. Gelb, Gold. Ich glaube, gelben habe ich noch keine. Schau mal, jetzt sind die schon wieder entkommen. Ungünstig. Also wenn ich hier den Schlundratten Live-Buff hätte, den ich halt gerne haben würde, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, den finde ich immer ganz gut, vor allem wenn du den am Anfang bekommst. Und ich hatte auf sowohl Ebene 6 als auch Ebene 7 hatte ich das Glück, dass ich den ganz am Anfang gekriegt habe, ne? Gleich als erstes. Das war halt natürlich richtig stark. Das war richtig stark. Halt, da kann ich jetzt mal einen Mob looten, ne? Jetzt geht was hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, welchen ich eigentlich habe. Ich glaube, ich habe einen blauen und noch einen. Ne? Ich habe zwei Stück, habe ich mir gekauft. Meine ich. Ich müsste nochmal gucken. Aber eigentlich will ich mir im Moment gar nichts kaufen, außer es ist wirklich so ein richtiges Schnäppchen. Im Moment will ich erstmal mein Gold wieder auf ein gewisses Niveau bringen. Und dann weiterschauen. Ich bin immer noch im Combat mit... Naja, scheiß drauf. Einfach ran hier. Ich hätte gern gesehen, was ich wirklich an Damage mache. Deswegen wäre ich gerne aus dem Combat rausgekommen. Aber egal. Den kicken wir jetzt mal nicht. Hütet euch. Okay, ich glaube, der macht keine andere Spells. Nicht, dass er dann doch noch so eine Heilung oder irgendwas durchdrücken will. Ach, warte mal, ich kann ja... Das habe ich jetzt wieder vollkommen vergessen. Dass ich die Exployer machen kann. Ja gut, die haut jetzt nicht sonderlich viel Schaden raus im Moment. Das ist jetzt schwierig. Aber da habe ich schon... Den habe ich schon auf... Auf 36 Sekunden gesteckt. Das brauche ich eh nur noch einmal, den Trade. Nehmen wir lieber das Knurren mit. Ach, das mag ich auch nicht. Da sind diese Kackmobs drauf. Komm, cleaven wir die mal weg hier. Habe ich eigentlich einen? Ah ja, doch, einen von den Dings-Trades habe ich schon. Also was ich jetzt ganz gerne hätte, sind die zwei epischen, ne? Einmal, dass ich 50% mehr mache, wenn ich drei Dots drauf habe, den brauche ich. Und 50% mehr Schaden, wenn ich einfach so overall, dafür kriegst du halt den Slowbuff. Die beiden würde ich ganz gern haben.
Dann das Springen wäre eigentlich auch noch ganz cool, wenn ich den Slow Buff drauf habe. Sonst brauche ich den Vollmode-Trade, den würde ich noch nehmen. Der ist halt relativ stark. Und sonst halt ein paar, die halt overall einfach einen Damage-Effekt raushauen. Die könnten wir gut gebrauchen. Schauen wir mal, ob wir da noch was kriegen von. Und natürlich Schlundratten, ne? Ich brauche mehr Leben. Ich habe immer noch 50k, das ist ziemlich wenig. Da gehst du halt ziemlich schnell hops. Hütet euch. Da gehst du halt leider ziemlich schnell hops. Ich habe halt noch gar nichts mit plus Life. Da sollte ich halt auf jeden Fall gucken. Ich brauche ein Ziel. Kaladin mit dem Wappenrock. Du hast schon recht, die sind dann wahrscheinlich eine Weile mal auch wieder nicht drin. Aber theoretisch habe ich ja auch auf mehreren Servern Gold und kann mir theoretisch auch auf mehreren Servern so Sachen kaufen. Ne? Also, da, wenn du da breiter aufgestellt bist quasi. Holy moly, was kriege ich denn jetzt hier gerade für ein Damage? Dann geht's eigentlich. Auch mit so Sachen. Ich muss echt aufpassen. Ich kriege halt so reingerotzt, aber ich habe halt nichts Defensives und habe halt immer noch keinen Heiler-Trade, ne? Ich hätte mir vorhin das Heilding holen müssen. Ich habe kein Ziel. Also, ich glaube nicht, dass sie den Mage-Tower neu aufsetzen oder dass sie irgendwas anderes reinbringen, wo du die Dinger nochmal holen kannst. Was ich vielleicht mir vorstellen könnte, dass Blizzard eventuell so macht, dass die Dinger im Black Market landen. Das kann ich mir gut vorstellen. Jo, Velani, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ne? Und danke dir fürs Giften der Subs. Warum gönnst du es anderen nicht, dass sie die Skins holen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also keine Ahnung. Ich hätte jetzt kein Problem, wenn wir sie nochmal holen können. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass die Dinger ins Black Market gehören. Schlundratten, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut, dann haben wir den Punkt schon mal abgehakt. Das ist einer der wichtigen, die ich brauche. Eigentlich würde ich Instant Hauen nehmen, Damage, aber Schlundratten geht tatsächlich vor. 100% mehr Life, das merkst du einfach, ne? Das musst du mitnehmen. Das hilft leider alles nix. Ich glaube, da muss ich raus. Holy moly, das Damage richtig rein. Dann wirst du die Challenge-Mode-Sachen kaufen. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie... Das wären für mich auch so Sachen, die man mal ins Black Market packen könnte. Broken, danke dir fürs Subgiften. Grüße gehen raus hier. Dass der Noob auch einen hat. Soll ich... Das war jetzt, glaube ich, dumm, die alle zusammenzuziehen, weil ich hab noch nichts ready. Schauen wir mal, ob das gut geht. Ah, fuck, das sind 4 Mobs. Okay, das ist jetzt nicht gut. Müssen wir gleich mal einen Dings ziehen. Das ist nicht gut. Was hat mich denn jetzt gefiert? Das eine habe ich interrupted. Ah, da sehe ich ihn. Der eine Kollege, der viert. Müssen wir mal kurz aufmerksam bleiben hier. Habt ihr gesehen, da hat immer einen anderen einen 4 rausgehauen. Aha. Warte mal, soll ich mir die Inka noch ziehen? Ich glaube, die Inka spare ich mir jetzt hier, weil die Mobs sind eh fast alle tot. Schau mal, da haben wir den Heiltrade. Der Foxhound hier, ja. Money, money, money. Was haben wir hier? Dornenranken? Ja, nehmen wir das mal mit. Dann kann ich mir noch ein bisschen extra Wut holen. Machen wir das hier, Blutraserei. Ach, ich habe immer noch die Dornranken nicht drin. Wo ist überhaupt der Black Market?
Also, den gibt's an den alten Stellen, müsste es ihn auch noch geben. Im Legion Dalaran ist er im Keller. Also in diesem Kanalisation, dass ich es nur rausbringe. In Boralos gibt's einen und in Dazar'alor. Wobei Dazar'alor ist ein bisschen davor tatsächlich. Und, oh, warte mal, ich habe hier Schlüssel verpasst anscheinend, hier hinten. Und der neue Black Market ist in Revendrest. Also wenn du in Revendrest ein bisschen gequestet hast, dann kriegst du doch bei jedem Hinz- und Kunz-Mob kriegst du doch so eine Quest-Drop, wo du ein Item abgeben musst. Und genau da, wo du das Item abgibst, ist der Black Market. Diese Quests, ne, das ist schon unverschämt, wie oft die droppen. Weil ich habe, das ist vielleicht so fast so ein bisschen Zwang, aber ich will meinen Questlog clean halten und die dann immer abgeben. Dann gehe ich jeden Tag da einmal die Quest abgeben, dann mache ich doch mal was in Revendrest, hab wieder eine Quest, muss wieder dahin latschen. Und das ist halt schon echt ein bisschen, ne. Kannst du den aber nur mit 60 sehen? Echt? Sind die da so rigoros mittlerweile? Okay. Also ich weiß, dass Blizzard mal ein Statement rausgehauen hat, dass du den nur noch mit Max, also mit, es hieß mit Maximalleben, ne? Mit Maximalleben, mit Maximallevel benutzen kannst. Da war aber dann die Geschichte, dass du es im Pre-Patch von Shadowlands benutzen konntest mit 50, ja? Und jetzt ist ja 60 eigentlich das Maximalleben. Deswegen war ich mir dir nie so ganz sicher, ob die das dann auch angehoben haben oder eher nicht oder vielleicht schon. Sollen wir die jetzt... Warte mal, wir haben jetzt Inca ready. Eigentlich könnte ich jetzt was zusammenpullen. Ich muss dann ja eh nochmal zurück wegen der Kiste. Kiste. Da musst du deinen Chars hochleveln, um Black Market benutzen zu können. Interessant. Interessant. So, Schlüssel haben wir. Nehmen wir noch die Geister mit. Okay, ich muss nämlich alles mitnehmen, ne? Ist ja hier schon ein bisschen kritisch tatsächlich. So, jetzt haben wir alle Schlüssel. Jetzt gehen wir zurück und machen den einmal auf. Guck mal, da haben wir auch nochmal einen Sack. Da geht was. Hä, warum ist... Ich habe den Geister jetzt schon zweimal getötet. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Warum ist denn der jetzt schon wieder hier? Ich hab den doch umgehauen. Bin ich jetzt komisch? Das ist ein richtig guter Trade. Nice, ich habe ihn aus der Kiste rausgekriegt. Den kann man gebrauchen. Den können wir tatsächlich... Die Kiste hat sich gelohnt. Was, in 4 Tagen haben wir unser 13-monatiges? Nice. Gibt's dann schön Essen im Restaurant hier mit gedimmtem Licht? Da geht was. Was wie ne... Ach, der spawnt immer und dann kann ich sterben? Weil ich glaube, den hatte ich schon mal an der Stelle. Ah, okay. Weil ich denke, ich habe den doch jetzt schon ein paar Mal umgeboxt. Was ist mit dir? Der kann auch nicht von mir lassen. Okay, dann habe ich das anscheinend falsch verstanden mit dem Geist. Gut zu wissen. Ach, schau mal, der kann mich auch vieren, der Kollege. So, reingeinkert wird. Wird ordentlich reingeinkert hier. Sind wir denn vom Schaden her? 6, 7k, ne? Gut, geht besser, aber ist schon mal... Ist okay. Mal. Okay, und weiter geht's. Und weiter geht's. Und wird alle Skins außer die, also die Skins quasi vom Mage Tower nicht, oder? Das ist diesmal aber nicht viel Stuff. Das ist fast die Frage, ob wir das Ding nehmen. Hier noch so.
Ja, nehmen wir doch mal das andere. Den hier könnte ich nur mitnehmen, der ist nur halbwegs gut. So, gar nicht so viel Anima bekommen. Ganz klar, der Spaß. Ach. Ach. Was? Essen im Darkroom? Okay, jetzt machst du mir aber Angst hier. Oh, das ist ein Caster-Mob. Da müssen wir jetzt mal gucken, was der so kann. Ah, fuck. Okay, da hatte ich jetzt leid. Oh, boy. Nein, er hat mich gekillt. Er hat mich gefeiert und durch die Void durch. Das ist ungünstig. Okay, das war jetzt nix, Leute. Wir sind gestorben, ne? Ich habe jetzt nur noch den quasi... Ja. Das war jetzt nix. Okay. Also ich muss auf jeden Fall den Interrupt für ein 4 aufhalten, ne? Wenn er mich viert und ich dann durch die Voids durchgeführt werde. Aber das weißt du halt immer vorher nicht, was die Mobs können, ne? Jetzt habe ich hier so einen normalen Cast interrupted. Das war halt eher dumm, tatsächlich. Hütet euch. Ja, das muss ich interrupten. Der haut auch richtig rein, der Kollege. Muss ich mir jetzt echt konzentrieren. Ich habe halt leider noch nicht genug Leben, dass ich sowas easy wegsteck. Wenn ich da von so einem Shit getroffen werde, dann habe ich ganz schön gelitten, tatsächlich. Hütet euch. Hütet euch. Nein, jetzt wurde ich wieder gefeiert. Der kann es sein, dass der immer schneller castet? Aber diesmal zum Glück rüber. Ich habe sogar, wollte gerade Dings einsetzen, ne? In Interrupten mit Typhoon, aber das ist halt auf Global. Und dann wird's halt eng. Scheiße, ich bin richtig am Struggeln gegen den Kollegen. Hütet euch. Richtig am Struggeln. Weil der mir echt eine Schelle gibt. Hütet euch. Sein, dass der sich heilt, wenn er mich hittet mit dem Shit? Ja, schon mal, der heilt sich jedes Mal, wenn er mich hittet mit dem Shit. Okay. War mal aber gerade schon mal, das ist erst Ebene 6 und sind da gestorben, müssen strugglen. Holy moly. Da habe ich dann halt keinen Movement Speed mehr, ne? Wenn jetzt dann halt nochmal so ein Boss kommt, habe ich halt gelitten. Weil dann muss ich die ganze Zeit wegshapeshiften. Also, ich hoffe nicht. Weil den Trade, was ich jetzt genommen habe, dann sind, also den Boss mit dem Trade, ne, wo wir geslowt sind, dann bin ich quasi am Sack. Ja. Und jetzt kommt auch noch Kaltherz. Oh no. Worst case. Aber lieber soll es hier kommen, als dann auf Stufe 17 oder 16, 17 rum. Ja, jetzt muss ich hier safe machen. Leider. Wir sind ein paar Schlundratten. Ich will nachher nochmal einen extra Tod kaufen. Also ein Free Death. Euch Schlundgänger. Ein äußerst wichtiges Artefakt befindet sich irgendwo im Turm. Ich muss es finden. Von 12 bis 18, das ist natürlich schön und ätzend.
schön ätzend. Echt, ja, das glaube ich. Da musst du halt echt vorsichtig sein, ne? Weil die können nicht alle vieren, die sind, machen relativ viel Schaden. Das ist schon einfach nur nervig. Ich bin außer Reichweite. Setz dich mal beim nächsten Inka ein, würde ich sagen. Und oder Explore. Bin am überlegen. Ah, soll ich jetzt rein riskieren? Komm, wir riskieren jetzt mal ordentlich rein hier. Machen wir Explore an. Okay, beides zusammen hat halt nicht mal sonderlich viel gerissen. Naja, gut. Jetzt gehe ich andersrum, weil da kann ich wieder runterspringen. Ich kenne die Dinger mittlerweile schon. Ach, das ist beides jetzt nicht ganz so geil, tatsächlich. Leider nicht geil. Jetzt gehen wir hinten rum. Ach, schau mal an, was kommen da für Typen? Ich frage mich, ob ich die looten kann dann. Okay. Also was ich jetzt halt unbedingt brauchen kann, ist prozentual mehr Leben. Und was halt auch gut wäre, sind halt irgendwie andere Sachen, die ich jetzt so ein bisschen defensiver mitmachen, ne? Dass die Gegner weniger Tempo oder so haben. Sowas. Oh fuck, jetzt habe ich mich vieren lassen, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haben wir nicht aufgepasst. Aber auch hier, die, ne, das sind alles Non-Elite-Mobs. Und die drücken mir schon rein, dass ich mich gegenheilen muss. Ich brauche halt mehr Heilungsdinger. Also das hier auf 3 oder 4 sogar hoch, wäre wahrscheinlich sinnig. Diese Maden. Ich habe es vorher einmal nicht genommen, weil was anderes meiner Meinung nach besseres da war. Die Maden kriegst du eigentlich schon relativ häufig immer. Den mitziehen können. Sparen wir uns hier mal Inka, das brauche ich nämlich gleich unten wahrscheinlich wieder. Schätze ich mal, für die werde ich es jetzt nicht unbedingt brauchen. Die Explo haben wir auch wieder ready. Können wir dann wieder ordentlich reinwemsen. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir hier? Ah, schau mal, da ist doch die Made, die ich haben will. Die Made im Speck. Da ist sie doch. Tempo ist auch nicht schlecht, ne? Aber die, ich brauche jetzt dringender die Heilung. Haben wir hier noch ein bisschen Auto-Hit auf den Schlundratte drauf. Muss gerade noch nebenbei ein bisschen was wieder ins AH reinposten. Oder kommt es nochmal danach, wenn wir alle Cooldowns raus haben? So, bauen wir unser Schild ein bisschen auf. Dann casten wir das andere Schild. Ah, das hat ordentlich reingefetzt. Das war jetzt die auf sicher, die Variante quasi. Ah, beide CDs für ein Pack gepoppt, man weiß ja nie, ne? Nicht, dass das schief geht. Haben schon einen Tod jetzt raus. Und da ist die zweite Made. Schau mal. Die kann ich nämlich jetzt brauchen. 3 Stück habe ich, 3 oder 4, wenn man hat, ist eigentlich okay. Ja. Also einmal würde ich sie noch nehmen. Perfekt. Schau, vorhin gesagt, die kann ich gut gebrauchen. Kommen wir da durch? Ja, doch. Haben wir noch ein paar Schlundratten um, dass das eine noch ein bisschen hochgeht. So, die gibt mir jetzt auch noch eine Orb. Mastery mit.
du noch 14 Tage Resturlaub hast, okay, kannst du die alle mitnehmen. Bei uns wären nämlich, ich glaube, bei uns ist nur 10, die du mitnehmen kannst. Und dann wird gekappt, ne? Dann ist Feierabend. Dann hast du Pech gehabt, wenn du mehr hast. Und dann kam irgendwie Vorgesetzter dreimal in dem Jahr und hat mich darüber belehrt, weil die müssen das jetzt machen. Nicht, dass dein Urlaub verfällt und so, ne? Da habe ich gesagt, ja, weiß ich. Oh, schau mal, die können beide Vieren. Das sind, ich wollte die schon. Ja gut, jetzt kann ich den Vier nicht mehr enter. Oh, holy moly, da habe ich jetzt aber alles, alle Register gezogen, dass ich die Viers alle interrupten konnte, ne? So, jetzt machen wir hier mal vorsichtig. Vorsichtsmaßnahmen so rum. So, okay. Beauty, dann auf geht's. Sind wir wieder gestärkt. Schön am Wasser trinken bin ich im Moment. Schauen wir mal. So, hier, das wollen wir auch noch mit reinziehen. Macht ein bisschen Speerwerfen, der Kollege. Ich muss immer dran denken, dass ich Ding halt auch ziehe, ne? Hier, den Taunt quasi auf dem Boss. Ja, du wirst wahrscheinlich noch mal länger frei haben, da glaube ich das genauso wieder broken. Ist noch nicht bereit. Okay, der war jetzt kein Stress. Das ist auch nicht so verkehrt, aber wir nehmen, glaube ich, das mal mit. Nehmen wir mal mit. Das hört sich nicht so verkehrt an. Ist eine Note gesaved für Salvia, das ist doch gut. Freut mich für dich, dass du da damit deine Note saven kannst. Jetzt schauen wir mal, ob. Ich muss eigentlich gucken, ob hier diese einen Kollegen sind. Agent. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht so viele Agenten dabei habe. Ziehen wir mal die Explo nicht. Oh fuck, das war glaube ich eine dumme Idee. Sind wir jetzt hier weggestunt? Okay, dann kann ich die Explo beim nächsten Pack ziehen. Holy moly. Ganz klar. Das nehmen wir mit. Ritt. Da hinten steht noch einer. Ja, das weiß halt keiner so genau, ne? Aber ich muss immer in die Arbeit, das ist das Problem. Egal was ist, auch wenn die Welt untergeht, muss ich in die Arbeit gehen. So, mal gucken, was wir jetzt so haben. Also drei von denen ist schon mal gut. Jetzt brauche ich eigentlich noch ein bisschen Life. Und ein paar Sondertrades können wir noch brauchen. Die beiden, die ich haben will, habe ich auch schon. Das ist auch schon ganz okay. Bisschen mehr Versa wäre jetzt noch ganz gut. Ja, man kann froh sein, dass wir mit der Technik so weit sind. Ups, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ich hier mache. Dass halt viele Leute Homeoffice machen können. Ne? Das ist schon richtig. Außer bei Behörden, da ist die Technik noch nicht so weit. Deswegen sieht es bei mir im Homeoffice auch nicht so gut aus. Ach, du farmst Druck mal während dem Unterricht. Okay, kann man machen. Schauen wir mal. Ich habe jetzt noch keine Inka ready, aber ich habe das andere Schild ready. Nächste Pack. Ah, ich hätte auch. Na, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch größer pullen können. Ich will jetzt aber halt nicht in die Gestalt gehen. Warte mal. Ohne Scheiß, wenn ich kurz aus dem Bären gehe, ne? Ich werde so weggerackt. Ist schon echt schlimm. Was zimmert er mir denn jetzt hier?
Jetzt komme ich da aus dem Einschlag nicht raus. Ja, das ist so dumm, weil ich bin um 100% geslowed, aber wenn ich aus dem Bären rausgehe, kriege ich halt so ein Damage in den Sack. Ah, das mit dem Slow-Ding ist halt schon echt ätzend. Das sollte man am besten nicht so früh mitnehmen. Ich kann es zwar wegshapeshiften, aber es bringt mir halt nichts, wenn mich dann die Mobs one-shotten, ne? Echt aufpassen. Kann man da rausgehen? Eventuell schon, ne? Weil das haut halt auch ordentlich raus. Holy moly. Die ganzen Knockback-Sachen sind halt auch ätzend, die da kommen. Okay, das sind gar keine Elite-Mobs dabei, oder? Hier. Ich brauche noch diesen Vollmond-Einschlag, ne? Der wäre noch stark, wenn ich den kriegen würde. Den habe ich nämlich noch nicht. Komme ich jetzt halt auch wieder nicht raus. Das wäre noch eine Geschichte, die wir brauchen könnten. Weißt du, das eine hat mich aus dem anderen rausgekickt. Also dieses Kaltherz-Ding ist so nervig. Ich hoffe, dass ich jetzt in der nächsten Ebene da mal weg bin. Die Viecher, die mag ich halt überhaupt nicht. Richtig nervig. So, jetzt schauen wir mal. Hier ganz außen ist noch eins. Ah, schau mal, da oben ist schon wieder Feierabend. Perfekt. Zumindest ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Haut mir doch nicht so auf den Sack hier. Was ist denn da mit denen los? Ja, richtig Damage hier. Ach, fuck, das war ein 4-Mob, ne? Zum Glück habe ich mich gerade komplett vollgezogen. Bin da nicht aufgepasst. Also da ist ein Agent dabei, ne? Agent ist dabei. Den hätte ich vielleicht mal wegkillen sollen. Erstmal den Großen wegfokussen. Okay. Das sind bis jetzt eigentlich alles relativ kurze Sachen gewesen, ne? Wo wir jetzt drin waren. Das sind auch wieder zwei Agenten, oder? Nee. Diesmal nicht. Ich darf immer nur einen Mond feuern, ne? Weil ich ja hier das dreimal erhöht habe um 180%. Wenn es nur auf einem Ziel ist. Also deswegen muss ich eigentlich immer ein bisschen gucken, dass ich am besten nicht zwei Mobs Mondfeuer. Im Optimalfall zumindest. So, dann heilen wir uns jetzt mal noch einmal hoch. Dann geht's dir an den Kragen. Der hat jetzt auch noch nicht so viel Leben, ne? Also das scheint echt noch zu gehen. Ah, ich muss öfter dann auch die Fleischformung benutzen, tatsächlich. Die hau ich rein, wenn ich das nächste Mal den Schwarm nochmal draufhauen kann. Dann machen wir das dann. Ah, damit konnten wir ihn weghauen. Ich will gleich mal schauen, was die Fleischform macht. Das ist jetzt schwierig. Wo bin ich denn? Ich bin auf Ebene 8. Da wäre eigentlich Phantasma gut. Das könnte ich auch nochmal hoch und den Freedev habe ich auch noch nicht. Ich mach mal Phantasma hoch. Wahrscheinlich wäre der Freedev besser gewesen. Ein bisschen mehr Phantasma macht natürlich auch mehr Sinn, ne? Vor allem in den frühen Ebenen kannst du damit halt teilweise noch ganz gut was anfangen. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Und den Freedive, den kriege ich bestimmt nochmal. Bin ich mir relativ sicher. Schauen wir mal, was sie mir gibt. Ein bisschen live wäre ganz gut. Mal, ob man im Lockdown Führerschein anfangen kann. Du, keine Ahnung. Bei dem Thema bin ich lang raus, ne? Hab meinen Lappen schon ein bisschen. Für euch habe ich nur das Beste. Ich
könnten wir jetzt hier dann einmal live kaufen. Ah, shit, jetzt habe ich eh zu... Ich hätte mir die Orb eigentlich mitnehmen sollen. Aber die kann ich ja nicht zurückgeben. Dann nehmen... Oder? Was haben wir... Ne, auf der anderen Seite haben wir gar nichts. So. Versuche mal alles auszugeben. Weil oft bin ich dann beim Endboss und habe so viel Phantasma über. Ja, komm, hier nehmen wir jetzt die Meisterschaft. Noch mehr Phantasma-Dings brauchen wir nicht. Und das machen wir mal. Das hört sich ganz gut an. Nehmen wir auch mal mit. Das hört sich auch nicht so schlecht an. Ah, das wollte ich haben. Ja, das wollten wir. Vor 13 Jahren hast du deine gemacht. Das ist auch schon ein bisschen her, ja. Das Vollmond-Ding ist ganz gut eigentlich. Jetzt sind wir immer noch Kaltherz. Was ist mit dir? Oh, das ist vor allem ein langes Teil. Ich wollte sagen, mit langen Teilen kenne ich mich aus. Okay, lassen wir den. Ab und an müssen wir mal einstecken lassen. Okay, ich krieg gerade hier richtig auf den Sack. Habe ich hier einen Viermob dabei? Komm, jetzt ziehen wir doch mal alles. Safety first. Müssen wir die Wortwitze mal ein bisschen einstellen. So, okay. Das können wir mal mitnehmen. Was, ob ich dir helfen kann? Ja, mit meinen begrenzten Mitteln kann ich dir sicher helfen. Aber ich kenne mich halt leider auch nur mit, also zumindest halbwegs mit dem Tool aus, das ich habe. Aber eventuell kann ich dir helfen, ja. Weiß ich nicht, ob ich mehr Plan habe, aber es könnte sein, ja. Jo, Galadin, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Schlaf gut. Kann man bestimmt aufeinander übertragen. Ja, das. Also es ist immer noch gut, wenn man jemanden hat, der eine zweite Meinung hat. Das auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Das ist beides wieder nix wert hier. Ja. Ich hab's ja, aber jetzt habe ich es wieder so halbwegs gefixt, ne, dass sich's zumindest nicht mehr ganz kacke anhört, oder? Oh shit, ich bin halt schon wieder halb am Rippen hier. Na super, jetzt hat die Schlundrat hat den Proc abgekriegt, habt ihr das gesehen? Das hat sich ja richtig rentiert. Klausel ätzend. Schauen wir mal, was wir hier zusammenpullen können. Komm, wir ziehen jetzt einfach hier Inka rein. Wir haben ja eine kürzere Abklingzeit. Oh no, ich konnte ihn nicht interrupten. Ist da vielleicht auch noch eine Materie drin? Ja, etwas bestimmt. Etwas. Ihr werdet gejagt. Ich hab mich ja mal übelst aufgeregt, also was heißt übelst aufgeregt, übertrieben, aber so ein bisschen gedacht, warum erzählt ihr mir, dass ich gejagt wird, bis ich quasi mal gesagt bekommen habe, ne, dass der Text immer kommt, wenn Rare in der Nähe ist. Ich wusste das nicht. Ich dachte mir, warum komme ich immer das gleiche dumme Gelaber hier. Aber tatsächlich hat das eine Auswirkung, beziehungsweise sagt ihr halt, oder zeigt ihr halt ein Rare an. Ne? Also macht schon Sinn, dass das kommt. Besser das Namen merken. Was machst du mich jetzt hier so runter, nur weil ich mir keine Namen merken kann? Dafür bin ich in anderen Sachen gut. Was ist das hier? Das interrupten wir mal. Ja, schlimm. Aber wenn ich mit den Leuten länger was zu tun habe, ab und an bleibt tatsächlich was hängen. Nicht immer... Oh, scheiße, was haut denn der mir jetzt hier schon wieder für Kellen rein? Da müssen wir auf jeden Fall die Heilung oben halten. Das vielleicht doch interrupten.
Hey, Cast sind relativ lang, ne? Theoretisch könnte ich es auch mit Desorientieren oder so rausnehmen. So hast du was Gescheites dabei. Das Tempo. Schaden. Oder Mastery. Komm, wir machen das mal. Machen das mal mit Tempo. Das hört sich ganz gut an. Ha! Mal das mal noch mit. Für E ist es zumindest ganz okay. Hast du jetzt eigentlich dein ganzes Setup jetzt schon wieder so hingekriegt, wie du es haben willst, Mimi? Das passt. Inka haben wir auch wieder ready. Jetzt ist die Frage. Try hard oder nicht? Das ist die Frage. Tue ich doch mal ein paar mehr Dotten. Komm, wir bleiben einfach drin stehen. Oh boy. Ich hab den 4 gesehen. Ich habe ihn nur angeklickt, aber ich war nicht schnell genug. Ich war nicht schnell genug. Okay, die Explore haben wir jetzt auch noch am Start. Die setzen wir dann beim nächsten Pack ein. Die Explore. Sind wir denn eigentlich Ebene 10 mittlerweile? Oh ja. Also, am toughsten war es ganz am Anfang. Ich glaube, da habe ich einfach nicht so ganz die Trades gehabt. Mittlerweile geht schon, weil ich einen Ticken mehr Life habe. Okay, jetzt habe ich natürlich hierfür keine Inka. Mal schauen. Oh, fuck. Okay, das wird eine üble Angelegenheit. Das sehe ich jetzt schon. Ja, okay, das haben wir ja ganz solide hingekriegt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir wieder das Spielchen hier schaffen. Keine Ahnung, einfach mal ein bisschen rum. Seele des Waldes, das können wir mitnehmen. Die haben wir dann auch. Das haben wir auch. Okay, perfekt. Das passt schon mal. Wie, warte mal, war das hier eine Sackgasse? Nee, ach so, da, oder? Ach, da hinten geht's weiter. Okay, ich wollte gerade sagen. Ach, das sind zwei Agenten, ne? Jetzt muss ich hier mal kurz aufpassen. Die werden mich nämlich beides vieren. Na super. Ach. Ja, das war jetzt nicht mehr drin. Das ist so ätzend. Sah richtig gut aus, okay. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Ja, sowas kostet einfach irrsinnig viel Zeit, ne? So ein Einstellungszeug, vor allem wenn man selber wenig Ahnung hat. Das hat man vielleicht so als Zuschauer mal gar nicht so auf der Kette. Das tatsächlich ein ziemlicher Zeitfaktor ist. Und vor allem dann hat man vielleicht selber auch eine gewisse Vorstellung und dann bastelt man so und so und so und dann klappt es halt nicht gleich. Das kenne ich schon auch. Aber wenn das andere schon mal klappt, ist doch super. Und es muss halt dir selber taugen, ne? Das ist ja immer das Wichtigste. Kann ich den hier noch ran Mondfeuern? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was wir jetzt hier machen. Ah, gut. Gehe ich mal auf viel Mondfeuer und tu mal nicht Inka ziehen. Und die machen wir jetzt mal so weg. Okay, lassen uns halt gleich mal vieren. Wunderbar, dann haben wir nämlich für den Boss gleich alles. Guck mal noch einmal. Ach shit, ich habe einen habe ich vergessen. Einen Mob. Okay. 700 Kater schon, ne? Das ist jetzt nicht so wenig. Ah, ich habe nur Abklingzeit auf meinen Schwarm. Aber
Weil vom Damage her sieht es jetzt eigentlich schon ganz okay aus, ne? Also was ich raushau, da kannst du jetzt nichts sagen. Das ist schon ganz okay. 27k. Also für den Endboss muss noch ein bisschen mehr werden. Bei Versuchen von Froschern besteht eine Chance, einen Teil eures Gegners abzubrechen und seine Gesundheit um 5% zu verringern. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Das wäre stark, wenn ich irgendwas hätte, was mit Frostschaden proggt. Hahn. Ja, ich glaube, ich habe nichts, was Frostschaden proggt, oder? Oh, Frostschaden! Sowas von. Überleg mal, wenn so ein krasser Boss 5% abgezogen kriegt, ist halt viel, ne? Aber da es muss halt das eine Ding proggen und dann muss auf das eine Ding das andere Ding proggen. Es ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ gering, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Die anderen Sachen waren eh Mist. Was, hey Noob, wann hast du denn Let's Plays gemacht? Jetzt aber hier erfahre ich ganz neue Sachen. Noobzocker Let's Play. Jetzt geht aber was. Ah fuck, die werden wieder beide mich wegzählen. Ich bin außer Reichweite. Nicht Shadow Melt? Okay, das hat nicht geklappt. Ich muss ihn mal sehen. Ich brauche ein Ziel. Ja gut, man kann sich alles mit der Zeit so ein bisschen aneignen, ne? So ist es bei mir auch bei den meisten Sachen. Dass ich mich da halt so ein bisschen rein versuche reinzufuchsen. Da ist so ein Schatzgoblin, Leute. Shit, jetzt habe ich wieder nicht so eine Orb dabei, ne? Nein, ich habe ihn gepult. Okay, der ist schnell gestorben. Habt ihr gesehen, da war so ein Schatzgoblin-Typ. Nehmen wir das mal mit. Und wenn du so ein Item hast von diesem Venari-Verschnitt, was du draufschmeißen kannst, dann kannst du ihn in so ein Portal umwandeln, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert. Und dann kannst du in eine andere Ebene rein, wo du irgendwas Cooles kriegen sollst. Also so wie Schatzgoblin in Diablo. Aber das Item, was ich jetzt bekommen habe, ist auch nicht schlecht. Warte, wo geht's denn weiter? Ah, da hinten muss ich rum. Nee, wir lassen uns nicht vieren. So nicht, mein Freund. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. So, kann ich jetzt hier ein bisschen was zusammenpullen? Ja, hier ist halt nicht viel, ne? Machen wir eine Explo rein. Was ist denn mit der Schlundratte, dass ich es noch rausbringe hier. Schlimm. So, warte mal, wo ist mein Trinken? Was ist dein bestes Video? Hat sogar 62 Aufrufe gehabt. Krass. Da geht was. Und da bist du nicht hauptberuflicher YouTuber geworden. Also ich hätte da gleich gesagt, komm, quitt alles. Und auf geht's. Gibt's die Videos noch? Sind die auf deinem normalen YouTube-Account? 13. Das ist ja noch gar nicht so lang her, oder? Was habe ich denn? Jetzt habe ich nichts ready, ne? Jetzt soll ich vielleicht kleine Brötchen backen. Kleine Brötchen, halt, du wirst mich hier nicht rumfieren. Haben wir da hinten halt das Elite-Pack. Danke dir fürs Followen. Da sollte ich eigentlich rausgehen, aber... Was? Das glaube ich jetzt nicht.
Das glaube ich jetzt nicht. Der eine Einschlag hat mich gekillt. Ich habe halt gerade nebenbei, ne, dachte ich mir, gut, jetzt kommt der Einschlag, alles kein Stress, ich bin komplett voll, ne, ich stelle ein paar Auktionen ein, bis meine CDs ready sind und springe da rein, ne, war halt so ein bisschen überheblich, dachte mir, das macht nichts. Und der eine Einschlag hat mich halt gewonshottet. Ernsthaft? Okay. Gut, vielleicht müssen wir doch hier serious spielen, jetzt haben wir einen Tod für quasi Überheblichkeit gewastet. Ganz schön traurig. Das war das okay. Okay. Gut. So eine Scheiße. Dass die so viel raushauen, diese Hits, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, ich kann halt nicht mehr rausmoven, wenn ich. Holy moly, was hauen denn die mir rein? Fuck, ich bin weggefeiert. Ohne Scheiß, also jetzt hier. Das war halt so ein unnötiger Tod. Also wirklich so einfach nur richtig unnötig. Ach, das ärgert mich jetzt tatsächlich. Das ärgert mich. Welche Stufe ist das? Ich bin auf 8 jetzt drin, also in der höchsten. Also ich bin Stufe 8 auf Ebene 11 jetzt. Ja, also höher. Fuck it, jetzt muss ich alles ziehen. Ich kann da nicht rausmoven aus dem Ding. Wall, ich hatte jetzt alles drin, ne? Ich hatte gerade Wall up. Mit 50% Baumrinne mit 20 hier. Also. Und noch ein Schild vom Ding. Ich ist es trotzdem durchgegangen, ne? Also klar, du kannst es nicht addieren, das ist mir schon klar, Prozente, aber es waren insgesamt 50% und nochmal 40. Und dann nochmal hier Stack, wahrscheinlich auf 85% Rüstung, relativ ist trotzdem durchgegangen. Und das Schild von Inka noch auf Max gestackt, ne? Mit 50.000 Schaden oder so. Trotzdem durch der Hit. Ah, das muss ich fast mitnehmen. Eigentlich hätte ich jetzt das Live genommen, aber der andere ist so stark. Ich fast mitnehmen. Ich muss unbedingt Live-Trades holen, dass ich nicht so weggeschottet werde. Aber das eine muss ich fast mitnehmen, das ist zu strong offensiv. Muss ich halt ein bisschen vorsichtig spielen. Ja genau, du musst dich hochspielen. Also es funktioniert im Endeffekt so. Du musst die gewundenen Korridore freispielen, indem du die Bolvar-Kampagne komplett durchspielst. Also jede Woche kriegst du eine Quest, wo du irgendwie nach Torghast rein musst, wo du immer einen anderen Champion befreien musst. Und wenn du das komplett bis zum Ende durchgespielt hast, kriegst du den Zugang zu den gewundenen Korridoren. Und wenn du den Zugang hast, dann musst du bei dem ersten Layer quasi anfangen. Und hast du dann nicht 8 Stufen, sondern 18, ne? Also es ist halt wesentlich länger. Also ich persönlich bin so zwischen 1/4 und jetzt auf den hinteren so knapp 2 Stunden pro Durchlauf drin. Und da gibt es halt 8 Ebenen dann wiederum. Und das wird dann schon einigermaßen knackig hinten raus. Also tatsächlich, ne, hast du gerade gesehen, wurde ich halt mal übelst weggewonshottet. Weil ich dachte, ich kann nebenbei auf meinem zweiten Account so ein bisschen was basteln. Bin halt immer Items am Canceln und Einstellen, ne? Und dann dachte ich mir, komm, machst du das mal? Ja, Pustekuchen, war eine dumme Idee. Oh, fuck it. Das Autowalk. Genau, das musst du durchspielen. Dann hast du die Voraussetzungen quasi fertig. Da oben den Tod halt rausgehauen. So ätzend. Ätzend. Okay, jetzt können wir runter und das Ding fertig machen da. Ich müsste mich da rüber huckeln können.
Ja, ich denke mal, so ein Event, ne, war ja eine ziemlich krasse Sache. Wobei man muss ja sagen, Torghast ist ja, also natürlich schon gut unterschiedlich, aber geht ja zumindest in die Richtung von dem Mage-Tau. Du kannst es solo machen und kannst dich durchprogressen, ne? Also es ist ja sowas in der Art. Schon damals auf 10 Minuten gestreckt. Also das kann man mir nicht vorwerfen, dass ich meine Videos auf 10 Minuten strecke. Die meisten sind wirklich nur ein paar Minuten lang. Die... Oh, warte mal. Soll ich oder soll ich nicht? Fuck off. No risk, no fun. Ich bin immer ein... Nein! Okay, das war nix, oder? Bin ich jetzt gestorben? Nee. Ah, nee, das war nicht der andere Proc. Okay, ich dachte, ist es mein Skelett-Proc wieder gekommen. Gerade schon ein bisschen Schiss gehabt, dass ich wieder verkackt habe. Mittlerweile ist es übrigens gar nicht mehr 10 Minuten, sondern ich glaube 8 Minuten. Und ich kann euch mal was sagen. Also ich habe auch ein oder andere lange Video, im Plus zum Beispiel, die jetzt halt vielleicht mal eine Dreiviertelstunde oder so sind, ne? Und da kannst du ja dann selber reingehen und deine eigene Werbung quasi da hinschalten. Und irgendwie früher, wenn du da reingeguckt hast, dann hat dir YouTube quasi automatisch schon mal was vorgeschlagen und du kannst es aber selber setzen. Also theoretisch kannst du auch 10 Millionen Werbung reinpacken. Ne? Oder ich weiß jetzt nicht, aber das halte ich für Schwachsinn. Und heutzutage macht es das Programm irgendwie immer da, wenn du eine Pause machst. Und zum Beispiel bei mir im Plus mäßig, da sage ich ja nicht die ganze Zeit was, sondern habe so Puls, wo ich mich konzentrieren muss, wenn ich einen höheren Key laufe oder sowas. Ne? Und ich habe da mal reingeguckt, bei manchen Videos, ne, da sind dann ich glaube, eins habe ich gesehen, da sind innerhalb von 35 Minuten oder 40 Minuten hat YouTube von sich aus da 15 Werbungen reingepackt. Da muss ich dann reingehen und manuell die Werbungen rausnehmen. Ne? Richtig dumm. Weil da manchen Leuten wird ja immer unterstellt, sie packen da so einen Haufen Werbungen rein, dass sie einen Profit machen. Aber teilweise, wenn du selber viele Pausen hast, also wenn da kurz nichts gesagt wird, dann packt das automatische Ding da immer Werbungen rein. Ich muss dann teilweise immer reingehen und die Werbungen rausnehmen tatsächlich. Ne? Also das ist schon, weil das ist halt dumm. Ich mache halt meistens so, weiß ich nicht, drei oder vier, wenn es jetzt eine Dreiviertelstunde oder so ist, finde ich okay, so alle 10 Minuten, finde ich okay. Aber wenn es dann so weiß ich nicht, alle Minute oder so ist, finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, aber das, ich habe das schon ein bisschen, ja, das macht halt immer, wenn kurz eine Tonpause ist, packt es irgendwie immer Werbung ein, weil das halt dann denkt, dann ist halt so ein gedanklicher Cut, keine Ahnung, das ist halt irgendein automatisches System, das das macht. Ich weiß halt noch nicht, wie das genau, warum ziehe ich jetzt hier eigentlich keinen Inker, das ist doch eh der Endboss. Super, das war jetzt richtig gewastet. Das ist gar nicht so schlecht. Das können wir nehmen. Naja, also, da habe ich teilweise Videos gehabt, wo ich dann halt aktiv die rausnehmen muss. Und das Problem ist, ich gehe nicht immer in diesen Werbungsblock rein und gucke mir das an. Manchmal lade ich die Sachen hoch und vergesse es dann, dass ich es nur machen muss. Und dann bleibt das halt so online. Ne? Und ich hatte mal ein Video, wo sich dann auch Leute beschwert haben, ob ich hier nur abcashen will, weil dann halt dann so viele Dinge waren. Da habe ich reingeguckt und dachte, ja, what the fuck, was ist verkehrt mit dem Video? Und hab das halt dann wieder rausgenommen. Aber da musst du halt tatsächlich bei jedem gucken. Ne? Also musst du auch von dir aus... dabei bleiben. Achso, warte mal, jetzt nehmen wir mal die Orb mit. Die muss ich nachher nochmal einsetzen. Das nehmen wir noch mit. Was haben wir hier? Das ist alles Kacke. Schauen wir mal. Nehmen. Und, gescheit. Knurren, das können wir mitnehmen. Das ist gut. Ritt ist okay. Das ist scheiße. Und zwar richtig. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung. Besser ist nix. Besser als nix. So, jetzt schauen wir mal, was der Boss hier kann. 2,4 Millionen hat der. Okay, krass. Ist das ein Caster-Map? Ich habe halt immer noch verdammt wenig Leben, ne? Oh, das war jetzt dumm, dass ich das erste Ding gekickt habe. Das war jetzt ziemlich dumm. Ich hoffe, der viert mich nicht oder hat irgendeinen CC, wo ich einen Kick dann brauche.
Wahrscheinlich hat er ein 4, der Typ. Was ist denn das für ein Schild? Das desmontieren wir den mal. Shit, das macht er nochmal. Ach, wenn ich einen Kick... Ah, er litt eine Schaden um 30% verringert. Ja, das muss ich auf jeden Fall interrupten. Ach, Käse. Jetzt hat er halt 30% weniger Schaden die ganze Zeit drauf. Aber gut, viel move muss ich eh nicht. Das kicken wir jetzt auf jeden Fall. Schauen wir mal, wann ich meine Heilung unbedingt brauche. Okay, jetzt sollte ich vielleicht schon einmal heilen. Ich glaube, der ist jetzt nicht so krass, der Kollege. Der scheint zu gehen. So, das kicken wir ihm wieder. Dann sollten wir vielleicht die zweite Heilung mal durchdrücken. Ich ziehe jetzt einfach mal eine Wall. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber wir haben sie ja, ne? Bevor wir irgendwie dann uns ärgern, dass wir gestorben sind, obwohl wir noch zwei Walls über hatten. Holen wir mal die zweite Wall noch raus. Interrupt. Okay, der war jetzt relativ einfach. Du warst damals schon Profi in dem Game, das glaube ich dir. Das ist halt der Worst Case, ne? Hier, Heart of the Wild die ganze Zeit haben, bringt mir nichts. Damit spiele ich eh nicht großartig, weil ich nicht so Bärengestalt raus will. Wenn ich nachwachsen drauf hau, dann gehen die Abklingzeiten runter. Das bringt mir auch nichts, weil gehe ich großartig aus der Bärengestalt raus und kannst nachwachsen? Nein. Und der Schwarm, das sich aufteilt, lohnt sich auch nicht. Aber das ist noch für den Trash das Beste. Das ist halt kacke. Wenn nach dem Boss kriegst du immer einen krassen Trade, ne? Und wenn der krasse Trade halt scheiße ist, dann hast du halt einfach gelitten. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, wie man Profi definiert, ja. Das ist schon so. Ich muss näher ran. Da hast du... Ach, jetzt haben wir den Mist. Okay, was hauen die Mobs denn mir auf den Sack hier? Gleich mal wieder mit Inka. Oh, habe ich gar nicht gezogen. Was zur Hölle hat mir das jetzt gerade reingewämst? Hütet euch. Ich dachte mir jetzt mit vollem Stack, ne, auf Absorbschild dürfte ich gar keinen Stress haben. Holy moly. Das ist hier schon eine ganz böse Angelegenheit. Leider. Weißt du, du denkst ja, okay, du bist absolut safe, ne? Hast hier Max Stack oben. Kann eigentlich gar nichts passieren. Der Mob, der latzt dir halt sowas von dreckig rein. Alter, was ist denn mit dir? Machst du so einen Schaden? Also hier kann ich halt jederzeit einfach weggewonshottet werden von den Viechern. Leider. Oh boy. Hab ich den Free Death schon mitgenommen? Ne, den habe ich noch gar nicht, ne? Ja, ich hätte jetzt eigentlich das Live nehmen sollen. Aber Free Death habe ich halt auch noch nicht. Ach komm, jetzt muss halt der Einschlag hier auf der Kiste drauf sein. Wer hätte sich denn sowas einfallen lassen? Ja, das ist halt beides absolut Käse. Also nicht mehr so ein bisschen, sondern absolut scheiße. Oh, hier ist ein Mob auf der Kette. Zwei sogar. Noch einer. Was ist denn das für ein komischer Geist? Kann der was? Hoffe, dass er halt nicht knockbacken kann, ne? Sonst habe ich jetzt gleich ein Problem. Okay, du willst mich vieren. Oh nein, der andere? Ist das... Ja, das ist der Vier. Jetzt hat er natürlich meine Fleischformung interrupted. Das ist jetzt nix. Super, bin ich jetzt hier für einen Geist hochgelaufen, oder? Du, und ich hatte...
ich hatte Schild und alles oben, ne? Und aktiv Mitigation auf Max, defensiv CDs und ist er trotzdem durchgehittet. Hier mit, wenn ich den Buff anhab. Oh, fuck it. Hab ich gesehen, ich bin fast runtergefallen. Scheiße, ich hasse diese Ketten, ne? Ich hasse diese Ketten. Ach, okay, das ist so ein Kollege. Nee. Das machen wir nicht. Ja, okay, ich dachte es mir schon, ich stehe am Rand da. Dass das nicht ganz ausgereicht hat. Lass ihn jetzt einfach durchcasten, der macht nicht so viel Schaden und am Ende kicke ich ihn dann nochmal. Ach komm, da war ich doch jetzt nie und nimmer drin gestanden. Ich hasse diese Kacke, ich kann halt nicht nur weiter hochgehen, sonst triggere ich den nächsten. Naja, das ist natürlich wieder absolute Scheiß. Absoluter Scheiß. So, jetzt aber. Bist du fällig. Okay, der zimmert ordentlich rein. Das ist ein Zimmerer. Brauche unbedingt mehr Leben hier. Werde ich Probleme kriegen. Weißt du, jetzt kriege ich keinen Schaden, weil ich Inka durchziehe und alles auf Absorb gehe, ne? Und hier die ganzen Stacks drauf habe. Aber sobald meine Inka ausläuft, habe ich dann halt gleich gelitten. Und jetzt ziehen wir noch Dings hier gegen. Da hat er nämlich gelitten. Bäm, 80k-Hit, habt ihr gesehen hier. Gut, jetzt kriegen wir halt nur Kack. Und vorher nicht nachcasten. Hat vielleicht auch was für sich. Ebene 14 sind wir jetzt. Soll ich langsam mal richtig ordentlich safe spielen, weil ich habe jetzt schon 2 Tode verbaselt. Ne? Halt, stopp. Du fierst mich nicht, Kollege. Ja, super. Doch, der wird mich jetzt fieren. Kann ich ihn LOSen? Ah, ja. Ich hab nichts mehr, ne? Kein Interrupt ready. Weil wenn der mich jetzt hier in die ganze Meute reinfiert, dann könnte es vielleicht übel ausgehen und dann... Schau mal, was die Mobs mir allein... Das sind Non-Elite-Mobs, was die mir reinzocken. Krieg ich da schon auf den Sack, leider. Ich habe zu wenig Leben, das ist das Problem. Damit ziehen wir hier einfach für die Inka, weil ich weiß jetzt halt nicht, was da noch so kommt. Ob ich es da unbedingt brauchen werde. Wollen wir es immer sparen für nix und wieder nix, wisst ihr? Hauen wir es lieber raus. Ich glaube, manche Trades kannst du auch tatsächlich nur einmal haben. So kommt mir das zumindest vor. Was ich meine? Ich habe manche dieser Epic-Trades habe ich nie zweimal bekommen. Die habe ich immer alle nur einmal. Egal, in welchem Layer ich jetzt hier unterwegs war. Hütet euch. Okay, der haut mit dem Cast haut da schon richtig viel rein. Ich habe halt nur 150k, das ist halt sehr wenig. Normalerweise hat man hier halt schon 300-400k live, ne? Wenn man ordentlich auf live gegangen ist, was ich hätte machen sollen. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht noch ordentlich zum Verhängnis wird. Es waren halt immer, wenn live kam, ziemlich gute andere Alternativen da. Da habe ich mich immer gegen entschieden, was wahrscheinlich ein Fehler war.
Ich bin halt leider bei keinem Pack komplett safe. Seht ihr das? Also es ist immer so, dass ich kurz auch abrippen könnte beim nächsten Hit. Hey, ich grüß dich. Tatsächlich ein bisschen gefährlich im Moment. Okay, das tun wir mal lieber interrupten. Das will ich nicht, dass ich abkrieg. Da komme ich nicht raus. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, ne? Wenn du halt viele Movement-Effekte hast, wo du unbedingt rausgehen musst, dann ist der Trade, dass du halt hier 100% mehr Movement oder weniger Movement-Speed hast, halt kann auch tödlich sein. Also muss man sich gut überlegen. Aber ich mache halt 50% mehr Schaden, ne? Und das ist halt auch sehr, sehr stark einfach. Ein bisschen abwägen. Ich kann jetzt halt hier nicht mehr moven. Ich könnte shapeshiften, aber wenn ich aus dem Bären raus bin, dann geht's aber ganz schnell mit dem Leben nach unten, wenn die ganzen Mili-Mobs an den Hacken hast. Jetzt ganz, ganz schnell nach unten. Okay, hier habe ich jetzt einfach gar nichts gekriegt. Wo muss ich denn eigentlich mich hinhucken? Jetzt gehen wir mal darüber, nehmen wir mal alles mit. Alter, die casten einmal alle auf mich drauf und ich bin halt... Nein, jetzt kriege ich einen Disconnect. Warum kriege ich denn immer einen Disconnect, wenn... Es hat halt nichts gebracht, dass ich ein Cage und das alles gelöscht habe. Das Problem ist, dass mich das jetzt dieses Mal vielleicht wirklich bustet, weil es halt so auch relativ knackig ist, ne? Ich habe halt gehofft, ne, dass ich keinen Disconnect krieg. Wieder die gleiche Scheiße. Nur ein Torghast ist das. Aber ich bin definitiv tot bei den Mobs. Das haut mir halt einen Tod raus, den ich mir eigentlich nicht erlauben kann. Das ist richtig bitter jetzt schon wieder. Ich kann jetzt, weißt du, das Traurige ist, ich hoffe jetzt halt, dass ich nur gestorben bin und dass ich nicht wieder komplett verbuggt bin, ne? Jetzt geht's halt schon in Dings los, in Ebene 14. Hast du früher nicht eine Cam? Ja, ich habe eine Cam tatsächlich. Aber ich streame im Moment nicht sonderlich viel mit der Cam. Um nicht zu sagen, gar nicht tatsächlich. Vielleicht demnächst mal wieder ein bisschen mehr. Mal schauen. Weißt du, nach der Lockdown-Frisur. Ja, jetzt habe ich halt nur noch zwei Tode. Ja, ich habe schon wieder ein DC. Ja, das ist halt, weiß ich nicht. Und jetzt kann ich es mir halt tatsächlich nicht erlauben, die DCs. Weil ich halt einfach, eh schon ein paar Tode. Hast du ja, ich habe mir tatsächlich einen Bart wachsen lassen, aber ich habe ihn auch schon wieder abrasiert tatsächlich. Warte mal, habe ich jetzt wieder irgendwelche Trades verloren? Hoffe ich, dass der nicht rumbuggt. Hütet euch. Hütet euch. So kacke mit dem Geslowe. Die Caster-Mobs. Hütet euch. Hütet euch. Das ist zu weit. Komm, mit einem Cast so viel Damage raus. Ich hab jetzt halt nur noch zwei Tode, ne? Und ich bin erst Ebene 14. Das ist halt so ein Rotz, wenn... Weißt du, wenn ich selber verkacke, alles kein Stress, ne?
Aber wenn ich jetzt das Ding nochmal komplett spielen muss, weil ich halt jedes Mal fucking rumdisconnecte, dann kriege ich halt echt einen richtigen Hass drauf, weil 2 Stunden im Klo runterspülen, weil die das Game nicht richtig hinkriegen, wäre halt schon sehr nervig. Die Rums. Ja, muss man beim Händler nachher gucken. Heu, wie ist denn das jetzt? Blöd. Normalerweise ist es immer, dass ein Hebel oben ist. Keine Ahnung. Der Mann, man muss einfach nur rumdrücken. Das andere ist kacke. Nehmen wir das mal mit. Das hier müsste ich mitnehmen. Hey, komm, ich nehme diesmal das Leben mit. Ich habe zu wenig Life tatsächlich. Mal schauen, wo der nächste Händler dann ist. Die Voids in Kombination mit dem Movement-Ding, dass du halt nicht rausmoven kannst, sind schon ziemlich ärgerlich. Das war jetzt irgendwie auch kein guter Trade. Echt okay, so krass gleich. Ja, muss mal gucken. Ich darf jetzt halt bloß nicht mehr disconnecten, sonst habe ich halt echt ein Problem, ne? Der ist hier noch irgendwo, der Kollege. Wo? Da kommt der jetzt wieder, wenn ich irgendwo anders hingehe. Den will ich eigentlich jetzt nicht noch woanders dabei haben. Ach komm. Jetzt ist er da drüben und verbuggt. Jetzt ist er hier entkommen. Ach, ich hasse es. Das ist so dumm. Keine Ahnung. Du kannst hier jetzt angreifen, ne? Manchmal verbuggen die komplett und dann ist halt echt ätzend. Jetzt sind wir dann bald durch hier auf 14. Das wären jetzt noch ein paar. Hä, was ist das? Alter, ich dachte, ich fliege jetzt runter hier, ne? So, okay, jetzt versuchen wir uns wieder ein bisschen zu konzentrieren und dann wird das schon. Muss jetzt danach noch 4 Ebenen laufen, ne? Eine ist dann nur der Boss. Und ich glaube, es müsste auch noch eine Venari-Ebene kommen, oder? Oder irre ich mich gerade? Jetzt haben wir schon wieder den Kack.
Müsste eigentlich. Jetzt warte ich kurz, bis er wiederkommt. Nicht, dass er mir nochmal verbuggt. Das wäre nämlich ungünstig. Da ist er. Okay. Oder? Eine müsste eine Venari-Ebene sein. Also da bin ich ja dann instant durch. Da habe ich noch zwei große... Ah, du hast Pestsurfer ab. GZ. Hier mit den Ketten ist das teilweise ein bisschen blöd, dass du dann direkt in Mobs drin landest. Jetzt kill ich die, dann pull ich nochmal ein paar zusammen, hätte ich gesagt. Da dürfen bloß keine Kack-CC-Viecher sein. Ich weiß nicht, ob ich die in den Boss mit reinpullen will, ob ich auf Risk gehe. Nee, das mache ich glaube ich nicht. Hütet euch. Ich hoffe, die kriege ich alle zusammengezogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever war tatsächlich. Dachte ich mal, ziehe ich in die alles rein? Ich habe kein Ziel. Ah, jetzt ist die Explo ins Leere gegangen, weil der eine sich weggetarnt hat. Da kommt nämlich nur irgendwo... Ah, schon mal, da haben wir ihn. Da haben wir den Kollegen. Hoffe ich halt, dass ich bei dem einen dann gleich den kaufen kann, ne? Noch ein paar Tode. Sonst wird's halt ätzend. Ich bin außer Reichweite. War, glaube ich, auch noch eine Seele. Da habe ich mich verguckt. Ja, anscheinend habe ich mich verguckt. Habe ich die vielleicht schon mitgenommen? Okay, so. Big Boss hier. Müssen wir mal schauen, was der so kann. Alter, okay, der haut mir richtig ordentlich rein. Der schenkt mir richtig ordentlich ein. Anscheinend kann er nichts anderes außer den Cast hier, ne? So wie es aussieht. Und halt diese... Dings, aber da kann ich ja theoretisch rauslaufen. Hütet euch. Es ist schon knapp so, dachte mir, ich versehentlich reinchargen. Hütet euch. Hütet euch. Beauty. Schauen wir mal, was wir kriegen wir da. Das sind halt alles drei Kack-Trades. Alles drei Kack-Trades. Ich brauche Life, ne? Life wäre das Mittel der Wahl. Guck, ist es auch schwer. Ja, das glaube ich. Das glaube ich... Aber gut, es gibt ja auch hier so ein paar Heilsachen. Vielleicht geht's dann auch als Rogue, ne? Wenn du ein bisschen Heal hast. Felsen leuchtet irgendwie komisch. Interessant. Ist das jetzt hier so eine Venari-Ebene oder was ist das? Ich glaube, das ist jetzt hier 15, ne? Seil habe ich, oder? Nein, ich habe kein Seil. Da gehe ich nicht runter. Genau das gleiche hatte ich nämlich schon mal. Da bin ich da runtergegangen, hatte kein Seil und dann bin ich nicht mehr hochgekommen. Das machen wir nicht. Genau in der gleichen Ding hatte ich das hier. Richtig, richtig ätzend buggy war das.
Deswegen mache ich das ganz sicher nicht mehr. Es war an der gleichen Stelle. Und dann hast du nämlich hier das Seil nicht, weil das irgendwie bei jeder Ebene wieder verschwindet. Und dann hast du nämlich gelitten und dann kommst du nicht mehr hoch. Dann kannst du schauen, wie du das hinkriegst. Da hatte ich zum Glück noch diesen Springtrade. So, wo sind jetzt diese... Nee, das ist jetzt aber hier nicht dabei, oder? Da sehe ich es gerade nur nicht. Was habe ich jetzt hier? Das Blatt. Ich hätte mehr Life, könnte ich mitnehmen. Oder ich nehme die Dings mit, aber dann kann ich nicht mehr Life mitnehmen, ne? Ja gut, ich nehme mal die Orb mit. Ich habe ja noch eine. Oh, die soll ich mal einsetzen. Ich vielleicht doch mehr Life mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, die fand ich ehrlich gesagt nicht so krass. Also diese Pets. Meins war die ganze Zeit eigentlich nur im Dreck gelegen. Also könnte ich mir auch was Besseres vorstellen. Ich muss jetzt schon die ganze Zeit ziemlich pinkeln tatsächlich. Aber ich will das jetzt hier fertig durchziehen und danach quasi... Ach, geht's aufs Klo. Wandeln wir mal hier so Viecher noch um. Das ist jetzt einigermaßen vorsichtig zu spielen, falls ich disconnecte. Meißen wir es einfach mal auf die beiden Viecher drauf. Mal gucken, was wir dann kriegen. Ja, super. Die Lache fügt mir keinen Schaden mehr zu. Ja, super. Das sind ja beides absolute Kacksachen. Also man muss anscheinend schon so ein bisschen wissen, auf was für Mobs man es drauf schießt. Gut, ich kriege jetzt hier weniger Feuerschaden. Das ist jetzt schon ganz nice. Von der einen Fläche kriege ich halt... Oh, das Heulen habe ich jetzt nicht mehr interrupten können. Oh, das und hier sind wir auch noch. Nochmal. Ja, zum Glück kriegen wir 65% weniger Dingschaden, ne? Hier, das ist ja schon mal was. Feuerschaden. Ist jetzt für den Trash besser, oder? Der Endboss wird wahrscheinlich... Also wenn der Endboss Feuerschaden macht, dann wäre es natürlich gut für mich, ne? Aber wenn nicht, dann bringt mir das eigentlich relativ wenig. War jetzt natürlich blöder. Also ich glaube, es gibt bestimmt irgendwo eine Auflistung, welcher Mob was bringt. Eventuell gibt es da ein paar, die krass sind, die man dann eher abwerfen sollte. Das waren jetzt zwei ziemliche Kackmobs. Leider. Ja, vielleicht bringt das Upgrade dir was. Da hast du das hier ein drittes Mal. So, jetzt können wir wieder interrupten. Die Mobs versuchen es immer wieder, hä? Aber wir sind jetzt leider bei Weitem nicht so stark, wie ich in Dings war, ne? Wie ich im 17er Run war, wo ich so weit war. Da habe ich wesentlich mehr rausgeklopft, gefühlt zumindest. Und auch, gut, da habe ich auch wesentlich mehr Life gehabt, wesentlich mehr ausgehalten. Das war schon besser. Da hatten wir, glaube ich, die besseren Trades tatsächlich. Hoffen wir, dass wir das noch kompensieren können. Muss jetzt halt ultimativ safe spielen, die nächsten 2-3 Ebenen. Blöd, dass ich halt bei dem Händler nicht Dings kaufen konnte, ne? Keine mehr Leben. Leider ein bisschen schade. Komm, wir ziehen einfach hier die Explore. Schnell down gehen. Hier liegen oft Schlüssel rum, ne? Ich mach's jetzt ein bisschen vorsichtiger. Also die kann ich dann alle zusammenpullen. Okay, das geht vielleicht noch, aber hier, da pullen wir jetzt nicht extrem viel dazu. Habe ich eigentlich den einen Trade? Na gut, da wäre Mondfeuer schon nicht so verkehrt. Ich brauche ein Ziel.
Könnte man noch einzeln pullen. Nein, die haben Todesschlag. Das ist jetzt ungünstig. Das war beide. Jetzt kriege ich dann gleich keine Heilung mehr. Ah, fuck it. Das sind solche Mobs, ne? Ja, jetzt habe ich schon 3 Stacks drauf. Gut, die brauche ich gar nicht mehr abbrechen. Ich glaube, die Fläche, die macht mir ja keinen Damage mehr, sondern die halten. Ja gut, aber jetzt kriege ich ja eh keine Heilung mehr. Drückt mir die Daumen, dass ich jetzt noch ein paar gute Orbs kriege. Ich habe erst 72 Effekte, ne? Also noch gar nicht so viel tatsächlich. Okay, jetzt snatzt er mich aber. Gar nicht so verkehrt, damage-technisch. Das ist totaler Dreck. Das ist leider totaler Dreck. Ah, ich dachte mir doch, hier sind noch meistens so eine Kiste mit zu schlüsseln, ne? Sehr, sehr oft zumindest. So, warte, den kicken wir jetzt mal weg. Achso, den... Hä, kann ich den nicht wegkicken? Ach, das ist, der war an der leichten Kante gestanden und das hat ihn quasi geschützt. Hast schon... Nein, da bin ich nur weit weg. Ich habe letztens das 25k Phantasma-Achievement bekommen. Und bei dem anderen, da müsste ich mal reingucken, wie viel ich da jetzt noch brauche. Aber noch gefühlt 5 Jahre muss ich da... Ganz gleich mal aufmachen nach der Mob-Gruppe. Ich will jetzt im Kampf ungern. Oh oh. Krieg ich weniger Feuerschaden, ne? Sonst hätten die mich wahrscheinlich rund gemacht. Irgendwo war hier noch ein Schlüssel. Da müssen wir hinten mal gucken. 47.000 habe ich. Also, da sind wir noch relativ weit weg. Tatsächlich. Okay, hier sind nichts mehr. Der eine Schlüssel ist wahrscheinlich hinten noch. Vermute ich mal. So, da oben sind Honor-Mobs, die sind immer relativ ätzend. Jetzt schaue ich mal, dass ich die beiden rauspull. Dann machen wir die ganz gechillt. Und dann machen wir die da oben als nächstes. Dann mit Inka und Karacho. Viel dürfte ja hier jetzt dann eh nicht mehr kommen. Bisschen kontrollierter, weil ich will jetzt keinen Tod mehr raushauen. Eventuell muss ich beim Endboss dann auch noch progressen. Warum kommen denn die jetzt alle? Die habe ich gar nicht gepullt. Okay, für den Dings brauche ich noch einen Schlüssel. Das wird wahrscheinlich der unten wird er wieder oder oben auf dem Ding legen. Gucken wir mal. Ach, das kann ich beides nicht gebrauchen. Das ist beides übelst kacke. Wenn ich den einen Trade drin habe, ne, dass meine Fleischformung halt so kurz nur geht, dafür explodet, dann bringt mir die Agi nix, solange die Fleischformung drauf ist, weil die ist dann halt nur ein paar Sekunden drauf, weil die ja dann eh wieder explodieren soll. Also, das ist dann leider für die Katz tatsächlich. Tatsächlich, ja. So, jetzt schauen wir mal, wo ich den Schlüssel habe. Ach komm, ich wollte jetzt extra den Interrupt nicht einsetzen, dass ich nicht auf Cooldown habe, weil ich dachte, ich kriege ihn vorher tot. Dann stirbt er und der Interrupt ist aber trotzdem, wäre vonnöten gewesen. Blöd, 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 blöd. So, das machen wir jetzt hier halbwegs vorsichtig, hätte ich gesagt.
Machen wir die seitlich weg. Haben wir hier eigentlich irgendeine Elite-Mob? Nee, oder? Ja gut, wahrscheinlich kann ich die kann ich zusammenpullen. Die scheinen mir alle nicht krass zu sein. Ich bin außer Reichweite. Oh, ich habe Inka noch gar nicht ready, sehe ich gerade. Nein! Ach komm! Jetzt nicht, nicht schon... Ach, ernsthaft? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Warum kriege ich denn jetzt noch einen Disconnect? Ich kann mir jetzt halt einfach keine Disconnects mehr erlauben, wo jedes Mal meine Tode runtergehen. Das ist einfach so ätzend. Was wäre hier Layer? Ich bin auf Layer 8 und jetzt Ebene 16. Mal gucken, wo ich jetzt nach dem Disconnect lande. Ich hoffe, dass es nicht wieder komplett verbuggt ist. Aber die, ich weiß nicht, die Mobs werden mich wahrscheinlich jetzt halt killen. Wenn ich nicht draufhau, dann hauen die mich halt einfach um, ne? Ah, okay. Das ist jetzt ganz übel mit nochmal rausgedisconnected. Ich glaube nicht, dass dein Ticket schreiben was bringt. Hast du mal ins All or Things soll ich ausmachen? Ich glaube nicht, dass das daran liegt, aber... Ich disconnect ja sonst nicht die ganze Zeit irgendwo raus. Das ist nur hier in Torghast. Und erst, wenn ich in den höheren Ebenen bin, wenn ich eine Weile in Torghast drin bin, fange ich an, raus zu disconnecten. Und es geht leider nicht nur mir so, sondern anscheinend auch ein paar anderen Leuten. Und das Ding ist ja, ich bin hier die ganze Zeit bin ich hier mit dem zweiten Account online. Durchgehend. Ich habe den ganzen Tag bin ich mit dem schon online und verkaufe halt hier so Sachen im Auktionshaus, ne? Und tu nebenbei auch hier Sachen verkaufen. Kein einzigen Disconnect, nichts nada. Und der hat die komplett gleichen Add-ons drauf. Das ist nur ein Torghast, dass ich die ganze draus disconnecte. Ja. Stehe ich hier am Eingang. Aber ich habe noch zwei Tode, also... Ich habe zumindest meine Tode nicht verloren. Aber meine Trades habe ich verloren. Seht ihr das? Ich hatte vorher über 70 Trades, ne? Und jetzt habe ich 67. Ganz ehrlich, spiele ich hier einen besonderen Hard-Mode im Torghast, dass ich jedes Mal rausdisconnecte und dann irgendeine Scheiße ist? Das war vorhin auch schon mal. Da habe ich auch meine Trades verloren. Jetzt, wie viel hatte ich, glaube ich, 74, 75 rum? Jetzt habe ich nicht mehr 200k Leben. Ich hatte vorher 250k Leben. Tja, ganz toll. Ich verliere halt durch die Disconnects dann 10, 15 Trades. Die brauchst du halt einfach. Du kannst halt nicht die Kacke mit weniger spielen. Also das ist, weiß ich nicht. Torghast an sich ist ganz cool, das ganze Ding auch. Aber das mit dem Disconnecten, das ist halt so eine Abfacke. Ich weiß jetzt nicht, ob die auf Phantasma hatte ich, glaube ich, auch mehr, oder? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich hatte weit über 70 Trades gehabt. Ich habe mir ja sogar noch aufgeregt, dass ich erst irgendwie...
bisschen über 70 Trades habe. Jetzt bin ich bei 67. Und Leben habe ich jetzt halt auch einen Haufen verloren. Das sind wahrscheinlich die Live-Trades, die ich mir vorher geholt habe, sind halt jetzt wieder weg. Okay, nee, das hatte ich noch nicht. Also ich hab nur Bugs bis jetzt hier in Torghast, die gewundenen Korridore. Im normalen Torghast habe ich auch keine Bugs, ne? Da ist auch gar kein Stress. Also wirklich gar kein Stress. Aber ich habe jetzt halt so wenig Leben und jetzt habe ich halt wieder nochmal weniger Leben. Weil ich halt rausgedisconnected bin. Und wahrscheinlich mache ich jetzt halt auch einen Haufen weniger Schaden noch dazu, ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch, bei den anderen, die hier Torghast, die Layer durchgeprogressed haben, auch so der Fall war, aber... Also ich glaube, der Noobzocker hat leider recht, dass wenn der Endboss 10 Millionen Leben hat, dass ich den halt einfach, dass der zu schnell zu viel Schaden macht, dass ich den tot kriegen werde. Ja, nee, ich versuch's jetzt natürlich noch, ne? Aber ich bin jetzt halt nicht mehr so zuversichtlich tatsächlich. Ich hatte halt diesen Trade, ne, dass ich weniger Feuerschaden kriege und das ganze Zeug. Normalerweise sind die auch in der Reihenfolge, wo du sie bekommen hast. Jetzt sind die komplett wieder durcheinander, ne? Durch den Disconnect hat es halt alles zerfickt hier. Mal hier die Wegshape shiften. Gerade habe ich die Dings noch kicken können hier. Uiuiuiui. Ja, ist halt ein Witz. Ist halt ein Witz, dass du da jedes Mal raus disconnectest, ne? Und dass das dann solche Folgeschäden hat. Ich hatte halt vorher 250.000 live, ne? Und jetzt habe ich noch 100.000. Nicht mal mehr. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Oh nein, der eine Mob, das habe ich jetzt zu spät gesehen. Haut mir den Heal-Debuff drauf. Ich kann ihn halt jetzt nicht mehr interrupten. Jetzt hat er nochmal einmal hochgestackt. Die Wegshadow melden, das hilft alles nichts. Hier, der Heal-Debuff, der natzt mich halt. Er natzt mich halt. Ich muss ihn hier fokussen. Ich habe jetzt halt richtig gelitten. Fast auf den CDs nochmal warten. Inka habe ich jetzt halt gleich erst wieder. Eine Inka probieren soll. Ich habe halt auch keine Wall. Ich habe jetzt gar nichts mehr ready.
Ah, 2 Millionen Leben, ne? Ach, der hat sein Leben behalten? Ah, interessant. Ich glaube, den kann ich gar nicht ganz killen, oder? Gar nicht. Lauf! Ach komm! Das kannst du mir doch nicht erzählen! Habe ich einfach noch einen Disconnect? Ist einfach nur ein Witz. Hier in die Gruppe rein, zack, Disconnect. Will gerade aus der Fläche rauslaufen. Und es hat nichts mit dem Internet oder irgendwas anderes zu tun. Das zweite WoW ist hier ganz normal online, da ist gar kein Stress. Und das hat die komplett gleichen Add-ons drauf, wie das andere. Also wirklich komplett gleich. Das ist alles komplett gleich. Es liegt nur an dem scheiß Torghast. Ja, jetzt habe ich nur noch einen Tod. Ich bin in einer komplett anderen Zone jetzt wieder. Ich bin in der Zone, wo ich vorher war. Alter, das ist so verpackt, ne? Wollen nicht machen, ne? Der spawnt ja eh immer wieder. Bin ich wieder bei 67. Hat doch vorher von dem einen dann nochmal was gekriegt. Ja. Also, ganz ehrlich, ich werde hier auch nie wieder reingehen danach, wenn ich das Ding habe, weil so buggy wie das ist, es macht einfach keinen Spaß. Es bringt mir nur noch Hass, ich sag's euch. Es bringt mir nur noch Hass, wenn ich hier das Ding spielen will und es dann nur rumbuggt. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ja, super, jetzt kriege ich keine Bonis mehr. Jetzt habe ich eine Ebene komplett gerippt, oder was? Ja. Gut, ich habe jetzt etwa 20 Bonis weniger, als man haben sollte. Habe eine Ebene komplett die Sachen nicht gekriegt. Und kann jetzt den Boss irgendwie spielen. Und der Mob buggt auch noch, okay. Ja, Leben kann ich mir auch keins kaufen hier. Oder doch, das hier ist Leben, oder? Mal überlegen, ob sich das lohnt, noch ein Leben zu kaufen. Bis zur nächsten Transaktion. Du hattest 40 Bonis mehr. Ja, ich bin jetzt bei 67. Gratulation dazu. Nehmen wir... Achso, das hat Abklingzeit. War bei 105. Ja, ich bin jetzt bei 67. Ganz großes Kino. Also keine Ahnung, ob ich das irgendwie schaffen kann, ne? Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Ich glaub's ehrlich gesagt fast nicht, aber... Ah,
Jetzt habe ich das Ding wieder nicht aktiviert, da brauche ich aber 100 Phantasma für, ne? Das kann ich mir jetzt auch nicht mehr holen. Naja, wie viel Leben hat er denn? Ach, das ist auch noch ein Caster-Mob. Na wunderbar, 10 Millionen Leben. Also ich habe ehrlich gesagt... Ah, wahrscheinlich hat der ein 4, ne? Das war gar nicht so clever, das zu kicken. Ja, der hat einen 4 und der quiert mich jetzt in das Ding rein. Okay. Warte, warum haben wir jetzt so wenig Leben? Hütet euch. Kann die Dinger halt nicht kicken. Hütet euch. Hütet euch. Muss mir jetzt halt ein bisschen konzentrieren, deswegen suche ich jetzt halt möglichst wenig. Hütet euch. Muss halt leider immer wieder in Wegshape shiften, dass ich... Macht halt immer mehr Schaden, das ist halt das Problem. Hütet euch. Eigentlich kann ich ihn hier durchcasten lassen, weil dabei passiert nicht viel, ne? Hütet euch. Hütet euch. Wenn ich darf halt nicht einmal den 4 verkacken. Wenn ich den einmal verkacke, dann bin ich, glaube ich, am Sack. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Hütet euch. Der heilt sich damit halt jedes Mal auch wieder, ne? Mit diesem komischen Cast. Eigentlich müsste ich die halt auch interrupten. Das war jetzt arschknapp. Shit, ich hab so einen Hit gefressen. Bis es mir gerade noch einfällt. Hütet euch. Ich könnte, hätte mir ja eigentlich Drums schicken können. Habe ich denn jetzt eigentlich immer weniger Leben? Fuck, ich habe keine Heilung mehr. Jetzt habe ich langsam gelitten. Ich muss ihn jetzt einmal kicken, ne? Wahrscheinlich geht der 4 jetzt gleich durch. Fuck it. Ja. Nein! Ich habe ihn halt auf 10% und krieg einen Disconnect. Kannst Drums schicken, ja, wie heißen die Drums? Versuchen wir uns wieder zusammenzureißen, die Mitte zu finden.
Ja, ich habe nochmal ein Disconnect. Also wenn es jetzt blöd läuft, ne, dann habe ich richtig gelitten. Was, die Kuh kriegen wir schon noch vom Eis? Ich würde das ganz gerne einfach jetzt abschließen und dann da nie wieder reingehen müssen. Jetzt kommt eben eine 19, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Komm, der... Weißt du, ich gehe da eh schon mit unmöglichen Verhältnissen rein, mach den dreifachen Hard-Mode, krieg den Boss auf 10% runtergehittet, oder 14, 13, irgendwas war der, ne? Wo es so aussieht, ob ich den tatsächlich killen könnte, obwohl man eigentlich denken müsste, das dürfte auf keinen Fall funktionieren. Und dann habe ich es fast und dann kriege ich noch einen Disconnect. Disconnect Nummer 3, oder? Ist das jetzt oder 4? Ich weiß schon gar nicht mehr hier in der Geschichte. Bin ich denn jetzt... Ja, es ist nochmal ein Tod weg jetzt, ne? Ich habe auf 3 aufgestockt. Komm, ich habe mir jetzt Drums geschickt. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist halt nochmal probieren, ne? Wenn ich nochmal disconnecte, dann disconnecte ich. Ich glaube nicht, dass das an irgendwelchen Add-ons liegt, tatsächlich. Sind das hier irgendwelche Flächen, oder warum heilt er sich denn immer wieder? Ich mache jetzt weniger Schaden, oder? Irgendwie geht da jetzt gar nichts runter von dem sein Leben. Habe ich nur die Vermutung, oder ist es wirklich so? Fuck it, jetzt kam hier irgendeine Fehlerwendung. Vielleicht ist es doch irgendein Add-on, ne? Fehlermeldung kam über ein Ding, habe ich den 4 nicht gescheit gesehen. Hütet euch. Muss ihn jetzt ein bisschen rausziehen da hinten. Warte mal, habe ich mir nicht Drums geholt? Soll ich vielleicht nachher ziehen? Hütet euch. Habe ich die nicht rausgenommen, die Drums aus dem Postkasten? Ich muss gerade überlegen. Hütet euch. Ich habe die nicht aus dem Postkasten rausgeholt, ne? Das passiert halt, wenn du zu aggro bist. Das ist halt immer das Problem, ne? Wenn man zu sehr irgendwann dann auf dem Punkt ist, dass man angepisst ist, dann wird man leider, dann spielt man halt selber um einiges schlechter. Und ich muss mich jetzt eigentlich zusammenreißen, dass ich halt mich nicht vom Zorn zerfließen lasse, sondern hier einigermaßen klaren Kopf bewahre. Aber es ist schwierig. Ich muss auch schon die ganze Zeit pinkeln. Ich hätte eigentlich aufs Klo gehen sollen, ne? Der heilt sich halt immer wieder hoch, ne? Seht ihr das? Irgendwas läuft da nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Hütet euch. Alter, das war jetzt schon wieder einfach zu knapp. Hütet euch. Eigentlich ziemlich unnötig, dass ich die ganze Zeit um den Boss rumlaufe.
Nein, ich konnte ihn jetzt nicht... Ich bin sowas von raus jetzt. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Wieder Disconnect. Was soll ich denn machen? Ich krieg die ganze Zeit Disconnects. Boss 34% Disconnect. Nächster Tod wahrscheinlich weg. Ja, ich logge jetzt nur ein, geh pinkeln und dann schauen wir mal. Was meinst du, ich soll alles ausmachen? Ja, ich habe ja sonst, habe ich auch mein zweites WoW an und das zweite WoW, das Problem ist, ich brauche halt meine Buttons, ne? Also, wenn ich jetzt alles ausmache, dann ist eher schlechter, weil sonst meine... Vielleicht war es nur noch einer. Ich logge jetzt mal mit Addons ein und dann schaue ich mal. Ja, ich gucke jetzt mal. Jetzt loggen wir mal ein. Schauen wir mal, wo wir stehen und dann kann ich mal schauen. Ohne Scheiß. Nee, ich glaube, ich habe die Drums aus lauter Ärger gar nicht rausgenommen tatsächlich. Jetzt versuchen wir uns wieder ein bisschen zu beruhigen. Ja, jetzt habe ich nur noch einen Tod. Ja, jetzt ist mein Ding aber weg. Ich kann aber, glaube ich, einen Knappen noch rufen, ne? Moment, wo sind die denn? Ich habe mir die doch hundertprozentig zugeschickt. Ach doch, ich habe sie rausgenommen da oben. Ich hatte sogar noch welche. Ups, okay, das haben wir gar nicht gehört. Also, dann machen wir jetzt mal alle Addons aus. Alle aus. Was habt ihr gesagt? Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall DBM. Jetzt, achso, der, aber... Jetzt DBM noch an? Keine Ahnung, jetzt müssen wir mal gucken. Weil für ein 4 brauche ich das tatsächlich schon und Dominos. Der nervt mich. Hau ab jetzt. Kann ich den wegschicken? Achso, nee, warte mal, den kann ich eintüten. Führe ich einfach einen anderen und gebe den frei. So. Ungewohnt so zu spielen. Tatsächlich. Achso, ich wollte die Drums dann ja auch ziehen. Super, die sind jetzt irgendwo in dem Dings hier drin.
Wo sind die Drums jetzt? Okay, jetzt habe ich keinen DBM mehr, das mir sagt, wann der 4 kommt. Ganz großes Kino. Ich finde die Drums jetzt tatsächlich nicht. Und ich sehe die ganzen Cooldowns jetzt auch nicht mehr. Das war eine ziemlich dumme Sache, die ganzen Addons auszumachen. Jetzt habe ich keine Anzeige mehr für nichts. Das Problem ist, wenn du das gewöhnt bist mit den ganzen Anzeigen, dann ist es halt schwierig, ohne zu spielen. Seht ihr die Drums irgendwo? Ja, jetzt habe ich halt keine Dö-Dö-Dö mehr für Dings. Fuck, das war jetzt total. Alter, das Heulen hätte ich jetzt halt fast wieder verpasst. Danke dir fürs Followen. Sehe ich halt die ganzen Cooldowns nicht, ne? Wann ich was ready hab. Wie lange ich jetzt wieder auf den nächsten Cast hab. Ist halt belastend. What the fuck, was krieg ich denn jetzt auf einmal für ein Damage? Ah, jetzt habe ich auf die Drums geguckt und hab ein 4 durchgelassen. Hält sich halt einfach wieder hoch, der Kollege. Ich brauche ein Ziel. Alter. Und ich hab halt nochmal einen Disconnect. Ich hab's Achievement gekriegt und nochmal einen Disconnect. Das ist so dumm. Aber das Mount ist aufgeploppt, ne? Also jetzt schauen wir mal. Alter. Also ohne Scheiß, mir kann jetzt keiner sagen, dass ich's easy gehabt habe. Das könnt ihr mir nicht sagen. Ich habe hier richtig reingeprogressed. Ich hatte halt wirklich den zehnfachen Hard-Mode gespielt hier. Jetzt überlegt mal, es wieder zurückgesetzt. Achievement habe ich trotzdem nicht. Danke euch allen. Alter Schalter. Nochmal Disconnect. Liegt wohl nicht an den Add-ons, ja? Also... Dass ich viele Addons drauf habe und dass die teilweise rumspacken, okay, ja, das ist auf jeden Fall so, ne? Das ist nicht nur die Schuld bei Blizzard. Aber jetzt habe ich alles ausgemacht, bis auf DBM hatte ich an und Dominos. Zwei Addons hatte ich jetzt noch an und ich habe den trotzdem rausgedisconnected.
Ja, wenn ich 5 Sekunden früher einen Disconnect gekriegt hätte, ohne Scheiß. Alter. Es bin ich echt froh. Ich musste kein Ding zweimal spielen, obwohl ich wirklich... Also, ich glaube mal, ohne Disconnects wäre ich da halt ganz geschmeidig durch, ohne irgendwelche Probleme, ne? Halt alle Ebenen. Also mal so ganz geschmeidig. So, ist das Achievement, habe ich, oder? Ja, Layer 8 quasi. Okay, jetzt schauen wir uns den Gaul an, hätte ich gesagt. Ja, ich glaube auch, dass da... Schau mal, hier ist noch ein Ding. Was mitnehmen. Bloß raus aus dem Laden. Das muss alle im Video durch. Das Video wird ist uncut. Das bleibt alles drin. Auch wo ich auf dem Klo war, bleibt drin. Also, so. Jetzt schauen wir uns kurz das Mount an. Dann machen wir die Addons wieder an. Und dann soll es das für die Aufnahme auch gewesen sein. Ohne Scheiß, das war jetzt ein Wechselbad der Gefühle, wie man so gern sagt. Ja, wo ist meine Heldentat? So, wie heißt denn der Gaul jetzt? Das habe ich jetzt blöderweise auch nicht mehr drauf, weil ich ja da weggedisconnected bin. Kann mir einer... Torgast? Ah ja, okay, da waren sie anscheinend clever genug, dass sie das gebunden haben. Okay, jetzt habe ich so einen Hund. Ja, nicht schlecht. Den kannst du jetzt halt auch in Torgast reiten. Gut, ich als Druid brauche das nicht unbedingt, ne? Aber für... Ich dachte, wer folgt mich denn da? Aber das ist ja knappe. Den habe ich vorhin weggepackt, jetzt ist er wieder da, weil nach dem Disconnect hat er es auch nicht gemerkt, dass ich den knappen weggepackt habe. Naja, okay. Gut, Leute, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Schaden an euren Ohren, weil ich ein paar Mal rumgeschrien habe, aber ich könnte sicher nachvollziehen, dass das sehr deprimierend war und dass ich dann doch ein bisschen emotionaler geworden bin. Nichtsdestotrotz sind wir durch, haben Torgas komplett fertig. Falls ihr das noch nicht habt und das nachspielen wollt, ne, ich hoffe für euch, dass ihr nicht zu Disconnect geleitet seid. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen, eure Light Stories unten in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.